Auf einmal, wir sind live. Wir sind live. Okay. Du bist live. Herzlich willkommen auf Twitch, herzlich willkommen bei Sprungwurf TV. Live Tessier vom Handballsportverein Hamburg ist da. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Und grüße an den Chat. Ich glaube, wie viele sind wir denn? Das können wir schon sehen. Wir sind jetzt schon auf Super Bowl-Niveau. Das muss man sagen. Sieht man das irgendwo da? Nee, ich sehe es tatsächlich nicht. Was ich sehen kann, ist, dass der Chat aber schon losgeht. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid aus der QBeyond Arena in Hamburg. Es ist Zeit für die A-Jugend-Bundesliga Hamburg gegen Flensburg. Das klingt nach einem schönen Spiel. Das klingt nach einem schönen Spiel, gerade in der Jugend. Ich glaube, da hatten wir alle in Hamburg und in Flensburg immer eine schöne Rivalität. Ab der C-Jugend oder ab der B-Jugend dann in der Oberliga. Und das setzt sich meistens in die Bundesliga fort und das sind immer eigentlich heiße Duelle. So ist es. Da kannst du auch gleich nochmal uns ganz viel erzählen und aus dem Vollen schöpfen. Du hast das ja auch alles mitgemacht. Flensburg ist ein Name an sich schon, weil in den letzten Jahren zweimal deutscher Meister geworden in der A-Jugend-Bundesliga. Hamburg hat sich in den letzten Jahren auch immer weiterentwickelt, spielt kontinuierlich in der Bundesliga. Hier entsteht auch was. Definitiv, definitiv. Ich glaube, als der Jahrgang, ich glaube 98, der Jahrgang über mir oder 97 noch mit Stulle damals, als die losgelegt haben, ich glaube, seitdem passierte schon viel in Hamburg. War nicht immer so, früher war es ja oft so, dass Hamburg dann irgendwie sich versucht hat, fürs nächste Jahr direkt zu qualifizieren, also damals den 6. Rang zu belegen. Ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen geändert und die Ansprüche sind noch höher geworden. Flensburg schon seit Jahren, also du sagst, es ist in den letzten Jahren auch öfters deutscher Meister geworden. Zweimal in Folge, glaube ich sogar, kann das sein? So ist es. Zweimal in Folge, 2019 Finale gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen, das Rückspiel, das war sehr spannend. Und 2020 in der Corona-Zeit ja mit den Füchsen Meister zusammen. Genau. Flensburg steht halt für super Jugendarbeit. Das ist, glaube ich, in Deutschland bekannt. Ich glaube, es gibt genug Beispiele in der Bundesliga auch mittlerweile, die da sind. Darum, ich glaube, das wird ein heißer Ritt heute. Ja, und es ist spannend. Wir werden gleich auf die Personalien schauen. Natürlich beide Mannschaften auch von vielen Verletzungen geprägt. Hamburgs Spiel letzte Woche gegen Minden, Corona-bedingt ausgefallen. Da müssen wir gleich auch mit Trainer Sven Rosbühl drüber sprechen, weil beispielsweise Kapitän Alex Most heute Corona-bedingt nicht am Start. Aber insgesamt wissen wir auch, es gab einen Umbruch im Sommer. Viele Spieler, wie das ja in der A-Jugend aber immer so ist, rutschen dann irgendwann raus, sind zu alt. Deswegen auch die spannende Frage, wie gut sind diese beiden Mannschaften? Beide wollten in die Hauptrunde rein, beide haben das geschafft. Wenn wir uns mal die tabellarische Situation vors geistige Auge führen, sehen wir, Flensburg steht jetzt in der Hauptrunde auf Platz 5 mit 7:11, Hamburg direkt dahinter mit 7:9 Punkten, also punktgleiches Duell. Und wenn wir beide Trainer fragen, was wollen die eigentlich erreichen, dann sagen die immer wieder, Entwicklung der Spieler, das Entwickeln ist das Entscheidende. Und trotzdem gilt da ein gewisser Prozess. Und den beobachten beide. Und wenn wir uns dann nochmal anschauen, warum gibt es keine Zielsetzung in Sachen tabellarische Platzierung, weil theoretisch gesehen ist das ja egal. Ja, absolut, absolut. Ich glaube, gerade dieses Jahr, darauf wollte ich glaube ich hinaus, mit der weiteren Runde in der deutschen Meisterschaft, das ist glaube ich so kompliziert wie noch nie in der Jugendbundesliga. Ich glaube, ich könnte es dir nicht mal genau erklären, wie es mittlerweile ist. Und in erster Linie steht nichtsdestotrotz auch in der A-Jugend erstmal die persönliche Weiterentwicklung da. Und die soll immer an erster Stelle stehen und nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man auch schon in der Jugend einen Fokus darauf haben, dass man dann doch gewinnen will. Und das ist ganz wichtig, das ist auch eine Sache fürs Image des Vereins. Und ich glaube, das ist enorm wichtig, dass die Jungs damals da schon diesen Siegeswillen kriegen, sonst wird es auch im Herrenbereich schwierig. Ich habe gestern mein Bachelorstudium abgeschlossen im Bereich... Dankeschön. Und ja, aber im Bereich Jugendbundesliga-System, wie man das schafft. Ja? Ich habe es nur nochmal reingezogen. Ich habe studiert. Es ist ein eigener Studiengang im Prinzip, weil du auch schon sagst, es ist so kompliziert. Ja, so, absolut. Wir können es kurz zusammenfassen. Es gab die Vorrunde. Flensburg ist in seiner Staffel Erster geworden, zu 0 Punkte. Hamburg in seiner Staffel wiederum auch Erster. Deswegen beide jetzt in dieser Hauptrunde mit dabei. Und da ist halt die Platzierung egal, weil alle automatisch weiter ins 16. Finale kommen. Ja. Es ist dann nur, wer oben in der Tabelle steht, kriegt vermeintlich leichtere Gegner im 16. Finale. Ja. Und wer das am Ende des Tages für sich entscheidet im 16. Finale, der ist dann automatisch für nächste Saison in der Bundesliga qualifiziert. So ist es ganz kurz zusammengefasst. Also, Gewinn schadet nicht. Nein, so ist es. Also, wir sind in der QBeyond Arena. Wir übertragen für euch dieses Spiel der Hauptrunde in der A-Jugend-Bundesliga, das Rückspiel zwischen Flensburg und Hamburg, unentschieden gegen das Hinspiel in Flensburg aus. Bevor wir weiter darauf eingehen, beide Trainer auch gleich tatsächlich bei uns noch zum Interview, schauen wir einmal in den Chat. Da geht es schon ziemlich ab. BH, die ist am Start, schreibt Moin, liebe Grüße. Schnecke 68 schreibt Hola. Hola. Weiß nicht, ob sie es heute mit Spanien hält im EM-Finale möglicherweise. Ist das ein Hinweis? Wahrscheinlich.
Und Handball, Toni schreibt guten Morgen an alle. Mal schauen, von wo sie guckt. Ja, sehr spannend. So, guten Morgen zurück an dieser Stelle. Die Frage jetzt ist sicherlich, die ihr euch auch stellt, wie kann ich auch in diesen Chat reinschreiben? Kennst du dich mit Twitch aus? Ich kenne mich ein bisschen auch mit Twitch aus. Ja, man muss sich, glaube ich, erstmal einen Account erstellen bei Twitch. Ja, und dann sucht man sich einen fetzigen Benutzernamen raus und dann kann man kommentieren, wie man will. Hast du einen Benutzernamen? Auf Twitch eigentlich? Oder wie könnte ein fancier Live-Tessier-Account heißen? Ich glaube, ich habe sogar einen Account auf Twitch. Frag mich nicht, wie der heißt. Wahrscheinlich irgendwas live unterstrich. Ich heiße auf PlayStation, heiße ich irgendwie live-99. Und wenn man da drüber streamt, dann würde ich den gleichen nehmen. Das heißt irgendwie sowas. Also nicht innovativ, aber. Aber ich hätte jetzt auch gerade tausende Wortspiele jetzt mit live. Ja, gut, die kennt man ja. Aber die sind wahrscheinlich schon alle vergeben sogar. Auf jeden Fall könnt ihr euch einen Account erstellen. Das ist kostenlos mit eurer E-Mail-Adresse und einem Passwort und schon seid ihr drin und könnt dann in diesen Chat reinschreiben, eure Meinung zum Spiel natürlich geben, auch gerne Fragen an Live da hineinpacken und dann beantworten wir die in der Halbzeit. Jetzt schaue ich gerade bei unserem Reporter Leo am Spielfeld ran, steht der Trainer der SG Flensburg-Handewitt, Michael Jakobsen. Und bitte. Ja, ich habe jetzt hier bei mir Michael Jakobsen, Trainer der SG Flensburg-Handewitt. Erstmal herzlich willkommen. Allererste Frage natürlich, die uns auch heute beschäftigt, eure personelle Situation. Wie sieht das mit Corona aus? Habt ihr viele Ausfälle? Nee, heute nicht. Heute haben wir einen Torwart, aber das ist verletzungsbedingt. Aber tatsächlich Corona-bedingt keiner diesmal. Wir hatten so erste Spiele in der Rückrunde hier gegen Lemgo. 5 Ausfälle, aber ja, die sind ja wieder da und wir hoffen, dass das auch so bleibt. Ja, sehr schön. Das freut mich auf jeden Fall zu hören. Wenn wir schon beim Lemgo sind, gegen Lemgo schwer getan, nur mit einem Tor gewonnen. Gegen Potsdam die Niederlage. Wie bewerten Sie den Start in die Saison? Ja, wir sind nicht da, wo wir gern wären wollen. Wir haben natürlich prioritiert, eine lange Weihnachtspause zu haben, weil wir auch wissen, dass die Saison lang gehen können. Aber wir sind noch nicht da, wo wir sein wollen. Wir finden, wir haben richtig gute individuelle Qualität, aber wir kriegen das noch nicht so gut zusammengesetzt. Und das ist halt, das ist eine Herausforderung für uns. Ich bin gespannt mit heute. Unser Hinspiel haben wir unentschieden gespielt. Eigentlich führen wir den ganzen Weg durch. Ich finde, individuell sind wir auch in einer besseren Lage als Hamburg. Aber ja, wir schmeißen so viel weg, verlieren das Konzept und da müssen wir unbedingt besser dranbleiben, weil sonst geht unsere Saison leider zu schnell zu Ende. Ja, das wäre dann natürlich schade. Thema Hinspiel, 29-29. Welche Bedeutung hat dieses Spiel jetzt auch für den weiteren Verlauf der Saison? Ihr habt euer Ziel Hauptrunde erreicht, steht beide mit 7 Punkten da. Ah, also wie gesagt, für uns ist das ein Thema, da ranzukommen, als Mannschaft sich zu präsentieren, deutlich besser zusammenzuspielen. Das sind so Themen, wo wir jetzt ranarbeiten, weil wann wir weitergehen möchten, um der deutsche Meisterschaft zu spielen, müssen wir da unbedingt besser werden. Dann reicht das nicht nur gut individuell zu sein. Ja, Thema deutsche Meisterschaft, auch spannend. Flensburg glänzt ja seit Jahren durch eine gute Jugendarbeit. Zweimal deutscher Meister gewesen in den letzten Jahren. Wie sehen Sie die Qualität des Kaders diese Saison? Was geht damit? Ich finde, wir haben, wie gesagt, viele individuelle Qualitäten. Wir fehlen was in der gesamten Zusammenspiel. Und man muss auch sagen, wir haben ja einen Spieler, glücklicherweise in der ersten Liga in Dänemark, einen 3,5 Jahre Vertrag gegeben, dieses Jahr in der Mostü heißt das. Das ist natürlich für uns super, weil das ist einer unserer Jungs, der eigentlich noch A-Jugend ist, direkt in eine Profikarriere zu starten. Aber natürlich wäre das auch ein entscheidender Spieler für unser Erfolg hier um der deutsche Meisterschaft. Und da müssen wir gucken, wie wir das kompensieren können, wann diese Playoffs-Spiele kommen. Gut. Oskar von Oetting an der Stelle, der Name des Spielers. Dann bedanke ich mich vielmals, wünsche viel Erfolg für das Spiel. Gut. Ja, danke schön, schönen Tag. Oh, auch da nochmal das Thema Entwicklung, was wir gerade schon angesprochen hatten, natürlich. Absolut, absolut. Ich glaube, er hat es ganz gut erwähnt. Oskar von Oetting jetzt in Dänemark beim Profiverein untergekommen. Und ich glaube, das ist die beste Bestätigung einer Jugendarbeit, die du haben kannst, wenn du schon als A-Jugendlicher einen so langen Vertrag bekommen kannst.
Aber ich schaue hier auf den Aufstellungsbogen bei Flensburg. Da ist ein Michael Helmersson mit dabei, wobei der war zuletzt angeschlagen. Müssen wir schauen, wie fit der ist, ein Finn Hasenkamp. Und da können wir gleich noch weitere nennen, die eine verdammt starke Qualität haben. Also auch dieser Kader der SG ist nicht von schlechten Eltern. Da sprechen wir gleich drüber. Jetzt geht es einmal Richtung personelle Probleme bei den Hamburgern, weil Sven Rusbild bei Leo ist. Und da schauen wir mal, wie der heute die personelle Frage bei den Hamburgern, wo ja einige fehlen, löst. Ja, machen wir direkt weiter mit den Interviews. Ich habe jetzt hier Sven Rusbild, Trainer des HSV Handballs. Erstmal herzlich willkommen. Danke. Ja, letzte Woche das Spiel gegen Minden fiel ja leider aus. Wie ist eure personelle Situation heute? Wie viele Ausfälle habt ihr? Ja, wir haben immer noch ein paar Ausfälle, Verletzungs- und natürlich in der jetzigen Situation auch Corona-bedingt. Gerade im Innenblock fehlt uns so unsere angestammte Formation. Stellt uns natürlich vor eine Aufgabe, aber die hatten wir auch schon gegen Magdeburg, die Aufgabe. Von daher wollen wir sie heute genauso gut lösen und ich finde, das ist immer eine Chance, dass auch andere Spieler, auch jüngere Spieler mal in die Verantwortung treten müssen und deswegen können wir nur gewinnen aus dieser Situation auch. Ja, das stimmt natürlich. Überragender Sieg gegen Magdeburg, 30-35. Auch dazu kann man nur beglückwünschen. Und wie baut ihr dann heute um, vor allem im Rückraum? Da fehlen ja auch Leute. Ja, heute muss natürlich schwerpunktmäßig aufgrund der Ausfälle ein B-Jugendlicher, also ein sehr junger Spieler, Jano Borke, in die Verantwortung rücken, sowohl im Innenblock wie im Rückraum. Und ich bin gespannt, wie er das macht. Im Training macht er das sehr, sehr gut. Von daher bin ich gespannt, was er heute auf der Platte zaubert. Ja, kann dann ja gar nicht schaden. Letztes Spiel gegen Flensburg, das war ja gerade noch so ein Unentschieden, lag aber auch 15 Minuten vor Schluss mit 6 Toren hinten. Was nehmt ihr aus diesem Spiel mit? Vielleicht fangt ihr dieses Mal direkt so an wie am Schluss gegen Flensburg. Wenn du mir sagst, wie das geht, mache ich das sofort. Das wäre gut, das wäre klasse. Ja, also aus dem Spiel nehmen wir natürlich mit, dass wir auf jeden Fall gegen Flensburg auf einer Höhe waren. Wir haben, glaube ich, vorher sehr, sehr viele einfache Fehler gemacht. Wir müssen uns, glaube ich, auf die Basics konzentrieren. Und wenn wir die gut umsetzen, dann haben wir auch eine Chance. Ne? Und vor allen Dingen hat das gezeigt, dass wir gerade dieses Jahr natürlich eine überragende Moral in der Mannschaft haben. Dass die so einen Sieg in Flensburg bzw. eine Führung in Flensburg noch aufholen. Und zum Unentschieden, das war natürlich ein ganz, ganz tolles Ereignis und auch ein großer Lerneffekt für die Jungs. Ja, auf jeden Fall. Wenn man so eine 6-Toren-Rückstand aufholt, dann ist das natürlich immer was. Wenn wir hier gleich bei Flensburg und euch sind, ihr steht beide in der Hauptrunde, beide punktgleich. Was hat dieses Spiel für eine Bedeutung für den weiteren Verlauf und auch für die Entwicklung der Saison bisher? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Gerade in der jetzigen Situation weiß man nie, was am nächsten Wochenende passiert. Man weiß nie, wen die Mannschaft auf der Platte hat. Man weiß nie, wen man selber auf der Platte hat. Das ist nun mal so in der Situation. Von daher ist es super schwer, Prognosen abzugeben. Unser Ziel ist es einfach, uns von Spiel zu Spiel weiterzuentwickeln, sodass wir dann in den K.O.-Spielen im Endeffekt unsere beste Leistung abrufen können. Und genau das wollen wir heute auch annehmen und wollen da auch Stück für Stück in unseren Inhalten weiterkommen. Ja. Und dann jetzt vielleicht mal, um doch mal eine Prognose zu entlocken, was glaubt ihr, wie weit geht's für euch? Boah, wir wollen auf jeden Fall eine K.O.-Runde weiterkommen. Also das ist auf jeden Fall unser Ziel. Ja, das war doch schon mal eine klare Ansage. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg für das Spiel und bedanke mich für das Interview. Ja, danke dir. Ich glaube, wenn man die Runde übersteht, die davor, dann ist man qualifiziert fürs nächste Jahr. Und ich glaube, das sollte der Anspruch sein. Da hast du Planungssicherheit fürs nächste Jahr, kannst das Team dementsprechend auch vorbereiten. Und ich glaube, die Qualität ist sowohl bei Flensburg als auch bei Hamburg dafür auf jeden Fall gegeben. Und da wären heute für beide Mannschaften natürlich Punkte auch relativ wichtig, denn je besser du am Ende in der Hauptrunde in der Tabelle stehst, umso vermeintlich leichter ist dann der Gegner in jenem 16. Finale, in dem beide dann ja auf jeden Fall stehen. Das nochmal ganz kurz für den Hinterkopf zur Lage, wie die Jugendbundesliga eigentlich diese Saison funktioniert. Das ist ein Becher. Das ist auch nochmal relativ wichtig für euren Hinterkopf. Den kann nämlich der MVP dieses Spiels tatsächlich gewinnen. Das ist eure Aufgabe, so um die 50. Spielminute nachher. Fragen wir euch im Chat, was glaubt ihr? Wer ist für euch, egal ob bei Hamburg oder bei Flensburg, der Mann des Spiels? Oder hat sich am besten hervorgetan und hat die besten Aktionen gehabt? Und dann schreibt ihr ein paar Vorschläge in den Chat. Wir suchen dann zwei Namen aus. Einen von Hamburg, einen von Flensburg. Und dann gibt es eine Abstimmung ab der 55. Minute bis zum Schluss. Und wer die gewinnt,
der ist dann nicht nur bei uns nach dem Spiel im Interview, sondern bekommt auch die Sprungwurf-TV-Tasse und wird den heutigen Tag nie wieder vergessen. Was war dein bestes Spiel in der Jugend? Gute Frage. Mein bestes Spiel in der Jugend. Ich glaube, wir hatten hier in meinem ersten A-Jugendjahr mit dem Jahrgang 98 zusammen, wo noch Jan-Klein Eidam und Dominik Vogler noch bei uns mitspielen. Da hatten wir hier die Füchse zu Gast als großen Favoriten und haben, glaube ich, da mit 6 oder 7 Toren gewonnen. Ich glaube, das war, glaube ich, in der Jugend, wenn man jetzt mal gerade die A-Jugend betrachtet, auch gerade von der Mannschaft her, wahrscheinlich auf jeden Fall das beste Spiel. Und Füchse ja auch mit im Jugendhandball der Name. Ja, die können kicken, die Jungs in den Berlin. Das ist richtig. Die haben da, glaube ich, das ist ja kein Geheimnis mehr mittlerweile, dass sie da einfach eine überragende Jugendarbeit leisten, dass sie da auch einfach viel drauf ausrichten und auch viel investieren. Und auch durch den Namen, den sie jetzt mittlerweile haben, einfach auch die Leute da hinziehen. Und das ist, glaube ich, sollte ein Vorbild sein für viele Vereine in Deutschland. Jetzt bist du ja ein Spieler, der den Sprung geschafft hat, aus der Jugend tatsächlich sogar bis in die Bundesliga. Warum ist es für einen Bundesligisten allgemein gesprochen so wichtig, einen guten Unterbau, eine A-Jugend zu haben, die auch Bundesliga spielt? Ja, generell, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du immer weiter daran glaubst oder daran arbeitest, junge Spieler zu entwickeln. Das muss immer die Prämisse sein. Und gerade aus dem eigenen Verein hast du dann schon in der Jugend das Spielsystem verinnerlicht. Die Jungs sind im Optimalfall dann auch an den Verein gebunden, emotional. Und ich glaube, durch diese emotionale Verbundenheit, die merkst du dann auch später im Heimbereich. Dann geht man vielleicht mit 2-3% mehr noch in die Aktion oder mit mehr Einsatz ins Spiel, ins Training. Und ich glaube, dass einfach die Verbundenheit zum Verein dann einfach enorm wichtig ist. Wir können mal auf die große Kamera gehen und ein paar Sequenzen einspielen noch vom Warmwerfen. Da kann man ja schon immer ein bisschen erkennen, was in den Gesichtern der Spieler auch abzulesen ist. Jetzt sind wir hier direkt hinter den Hamburgern in der Ecke, aber was erkennst du in den Gesichtern? Ich sehe jetzt hier von hier nur den Rücken. Nein, ich glaube, man sieht aber schon am Warmmachen, sowohl bei Flensburg als auch bei Hamburg, dass die Jungs heiß sind, dass sie Bock auf das Spiel haben und so wie es aussieht, wir haben die beiden Trainer eben gehört, beide ein bisschen mit Ausland zu kämpfen, beziehungsweise nicht ganz drin, gerade Hamburg letzte Woche, wirken sie auf mich, beide fit, super, super vorbereitet und auch heiß auf das Spiel. Sind natürlich auch beides ausgewiesene Fachmänner, sage ich einmal. Sven Rusbüldt, der seit letztem Jahr wieder in Hamburg am Start ist, war ja eine kurze Zeit dann wieder beim Handballverband Schleswig-Holstein, weil vorher war er auch schon hier in Hamburg. Ja. So. Ja. Und Michael Jakobsen, das war mir gar nicht so bewusst, wie lange er tatsächlich schon in Flensburg ist. Ich musste es ihn nochmal fragen. Ich wusste, dass er lange da ist, aber tatsächlich 2014 ist er gekommen. 2014, Tatsache. Ich weiß nur, ich hatte, als ich in der A-Jugend war, oder beziehungsweise B-Jugend war, glaube ich, sogar auch noch B-Jugendtrainer in Flensburg. Ein Jahr hat er mal B-Jugend genau, gemacht. Genau, da habe ich auch gegen ihn gespielt, oder haben wir gegen ihn auch gespielt. Und in der A-Jugend war er dann auch später Trainer da. Ja, eine Konstante. Und so wie es scheint, ich glaube, die Erfolge sprechen für ihn, auch ein absoluter Erfolgsgarant und ein super Entwickler. Ja, und das ist wieder das Stichwort, das haben wir jetzt schon so oft gesagt, dieses Entwickeln. Ich glaube, Rusbüldt und Jakobsen sind beides auch Trainer, die dieses Entwickeln genießen. Tatsächlich, ja. Weil ich habe dann auch vorhin noch kurz Sven hier in der Tür der Kabine getroffen und gesagt, wie schwierig ist es für dich eigentlich als Trainer, wenn so viele Leute ausfallen, hat er gesagt, eigentlich ist es total spannend, ich kann experimentieren, gucken, wer kann was und so, das genießen die richtig. Ja, ich glaube, das ist halt der große Unterschied zwischen Jugendtrainern und Herrentrainern. Ich glaube, da gibt es auch einfach, es kann man nicht werten, welche Trainer besser sind, weil es einfach eine ganz andere Ausgangslage ist. Du sagst es, Jugendtrainer, da geht es eigentlich nur um die persönliche Entwicklung der Spieler und sie vorzubereiten für den Herrenbereich. Und ich glaube, gerade was ich hier mitkriege in Hamburg, ist Sven da ein super Typ für. Ich glaube, ich bin froh, dass ich damals noch Tote hatte, weil wenn ich sehe, wie viel sie hier laufen in der A-Jugend mittlerweile, bin ich das schon froh, war bei euch nicht so? Das war bei Tote nicht so, nein. Tote und Lazef hatte ich ja in der A-Jugend dann, da bin ich froh, aber nein. Du merkst es, die Jungs sind super ausgebildet, du merkst, wie sie in der Saison den Schritt machen und da macht, glaube ich, kann ich, was ich als Halbinterner da von der A-Jugend sagen kann, kann ich nur lobende Worte über Sven oder was ich auch auf dem Verein höre, nur lobende Worte über Sven verlieren. Ich bin auch sehr gespannt auf das Niveau, das wir heute sehen werden. Wir müssen leider Gottes, auch wenn wir es gerne in Klammern halten wollen, immer wieder auch über Corona sprechen. Nicht nur wegen den Ausfällen, weil dann kommt mal einer zurück, dann fällt einer wieder aus. Du kannst nicht dich als Mannschaft richtig einspielen. Das geht beiden Mannschaften so.
Absolut, absolut. Ich glaube, ja, das beste Beispiel ist letzte Woche hier beim HSV passiert, als sie nach Minden fahren wollten, wo da positive Fälle waren und es nicht ging. Da hast du den Spielrhythmus gestört, Trainingsrhythmus ist gestört. Und ich glaube, das ist ja, für alle Mannschaften eine Herausforderung, aber ich glaube, das ist, ja, da es für alle Mannschaften eine Herausforderung ist, ist es auch für alle schwer und ja, keiner hat da irgendwelchen Vorteil durch. Deswegen Hamburg letzte Woche nicht gespielt. Davor der etwas überraschende Sieg gegen Magdeburg, ja auch eine starke Mannschaft. Flensburg, das kam gerade im Interview bei Michael Jakobsen schon durch, hat Lemgo geschlagen, dann gegen Potsdam verloren. Also beide gucken gerade so ein bisschen, wo stehen sie eigentlich. Kroschel 133 schreibt, für mich könnte Tobias Pachmann heute den Unterschied machen. Gehst du mit? Könnte ich mitgehen. Aber ich kenne mich das jetzt nicht so gut in der A-Jugend aus, muss ich sagen. Einige Jungs davon haben natürlich schon bei uns mittrainiert. Ich glaube, Pachmann ist ja ein Kreisläufer, soweit ich weiß. Er hat sich auch super weiterentwickelt bislang. Und ja, wir dürfen, glaube ich, gespannt sein, wie er bzw. wie der HSV generell dann über den Kreis spielen kann heute. Ist sowieso auch insgesamt, war auch eine gemeine Frage gerade von mir, gebe ich zu, schwierig zu sagen vor so einem Spiel. Wir wissen eben nicht, wie sind sie eingespielt, wie kommen sie rein. Auch die ersten 5 bis 10 Minuten werden da sicherlich für beide Mannschaften wichtig. Aber es gibt so ein, zwei Namen, die kann man tatsächlich rausziehen. Also schöne Geschichte beispielsweise, Levin Unbehauen von Hamburg. Und auf der anderen Seite nicht Helmersson, sondern Finn Hasenkamp, die sich aus Bad Bramstedt beispielsweise kennen und sogar noch ein Jahr zusammengespielt haben und heute hier wieder aufeinandertreffen. Das ist auch eine sehr schöne Story, die mit dabei sind. Wir warten jetzt auf die beiden Mannschaften, die reinkommen. Schreibt gerne mal in den Chat aus eurer Sicht, wer es macht. Wessen Fan seid ihr? Mit wem haltet ihr es heute? Auch da gerne mal reinschreiben. Der Chat muss brennen, oder? Der Chat muss brennen. Ja, wir sind, glaube ich, über jede Frage oder jede Anhörung im Chat, ja, sind wir sehr glücklich. Das ist so. Und ihr seht oben schon so ein bisschen, es ist alles bereitet. Wir können von hier aus auch in die Hamburg-Kabine schauen. Nutzen die Jungs eure Trainingskabine jetzt? Ist das eure Kabine? Das ist normalerweise unsere Kabine. Aber es hat sich, glaube ich, seit einigen Jahren jetzt eingebürgert, dass die A-Jugend-Bundesliga da rein darf zu ihren Spielen. Die Kabinen oben bei uns hier ein bisschen kleiner, da dürfen dann die Auswärtsmannschaften hin. Ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache für die Jungs, weil die einfach größer ist und du halt als Team dich vor dem Spiel dann auch ein bisschen besser einfinden kannst. Also damit ihr so ein kleines Bild habt, was wir eigentlich gerade sehen, wir schauen direkt auf die Tribüne, auf der die Kamera positioniert ist. Ihr seht das Kamerabild, seht also nicht, dass ein paar Fans tatsächlich da sind und rechts unterhalb der Kamera quasi ist der Kabineneingang von euch. Tatsächlich in dieser Halle habt ja auch ihr letzte Saison ein paar Punktspiele gehabt, in der zweiten Liga damals noch. Ist es für euch, weil ihr normalerweise in der Sporthalle Hamburg spielt, was anderes gewesen, weil das eben hier auch eure Trainingshalle ist? Wir dachten auf jeden Fall, dass es ein größerer Unterschied wäre, von der Sporthalle Hamburg hierher zu kommen. Ich glaube, das ist ja generell für eine Profimannschaft komisch, in der eigenen Trainingshalle dann zu spielen tatsächlich. Ich meine, wir hatten keine Zuschauer, aber die Stimmung drumherum war dann schon ein bisschen eine andere. Aber ich glaube, das, was hier aufgefahren wurde, es wurde ja auch viele Umbauarbeiten, gab es dann hier vorm Spiel, wo Tage davor noch Banden aufgebaut wurden und ähnliches. Ich glaube, das war schon was anderes, aber nichtsdestotrotz war es ein komisches Gefühl, in der Trainingshalle dann tatsächlich Punktspiele, um Aufstieg in die erste Liga zu haben. Auf der anderen Seite kennst vor allem du diese Halle, auch aus Jugendzeiten. Jetzt kommen die beiden Mannschaften gleich und worauf ich hinaus will, ist die Hamburger. Die haben ja diese Saison nicht alle Spiele in dieser Halle ausgetragen, die A-Jugend, sondern hat sogar mal das Lemgo-Spiel in der Sporthalle Hamburg genießen können. Tatsächlich, vor uns. Ich glaube, wir haben sie, als wir auch gegen Lemgo gespielt hatten. Genau, das war der Doppelspieltag. Doppelspieltag gegen Lemgo, haben sie vor uns gespielt und haben da auch gewonnen, deutlich. Da ist die Abstimmung und wir sehen die Gäste, die SG Flensburg-Handewitt, die in die Halle gekommen ist mit Bendix Asmus, der trägt die 1, und Tim Jakobsen, die 16, das sind die beiden Torhüter, über die wir später noch sprechen. Es wird auch ein Torhüter-Duell, logischerweise. Torhüter sind immer wichtiger im modernen Handball. Da verraten wir kein Geheimnis. Auf der anderen Seite Gründel und Pinski, die jetzt in den Grüntrikots einlaufen. Das ist der Handballsport von Hamburg. Da kommen auch im Chat die ersten Fragen an dich, die beantworten wir in der Halbzeit. Ja. Das können wir schon mal verraten. Beide Mannschaften sind da,
für alle, die jetzt ein bisschen später reingekommen sind. Wir übertragen für euch das Hauptrundenspiel zwischen dem Handballsport von Hamburg und der SG Flensburg-Handewitt in der A-Jugend-Bundesliga. Kommen wir kurz zu den Schiedsrichtern der heutigen Partie. Die heißen Konrad Gimmler und Yannick Rips. Die sind nicht nur auf diesem Parkettboden unterwegs, sondern auch im Sand. Die haben das Finale der deutschen Meisterschaft ist das Wort. Okay. Schon mal gepfiffen, 2019 war das. Beachhandball-Meisterschaft. Schwieriges Wort. Beachhandball-Meisterschaft. Ja. Ein Glück mache ich nichts mit Sprechen und Reden. Ja, machst du nur nebenbei ein bisschen. So gut. Alexander Pinski wird bei den Hamburgern im Tor beginnen. Und ganz spannend die Situation im Innenblock bei den Hamburgern, weil da sind wir bei der großen Frage eben, die wir uns schon gestellt haben, was macht Horstbüt personell? Weil mit Max Niemann, der trägt die 23, nur ein etatmäßiger Innenblockspieler tatsächlich heute erstmal mit dabei ist. Und Janno Borke, die 17, auch so groß wie eine Borke, muss man tatsächlich sagen, im Block, aus der U17 hochgeholt, wird mit ihm im Innenblock spielen. Aber wir warten auf den Anpfiff. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Jetzt geht's los. Die Flensburger in den dunklen Trikots von links nach rechts im ersten Durchgang. Hat zunächst den Ball. Hamburg in Rot in der 6-0-Deckung. Viel Spaß mit Hamburg gegen Flensburg. So, und wir haben den Innenblock angesprochen, der bekommt das da mit Kreislaufer Sperling von Flensburg zu tun. Weden, der Außen, geht mal ganz kurz mit an den Kreis. Hasenkamp zieht die Fäden und wirft das erste Mal. Pinski hat den, Weden übernimmt. Flensburg bleibt im Ballbesitz und der kommt tatsächlich am Kreis an. Führung Flensburg. Ja, super Parade von Pinski davor. Dann ärgerlich den Abpraller nicht verteidigen können. Und dann spielen das Flensburg auch auf die zweite Aktion einfach gut über den Kreis. Hamburg antwortet direkt und dann ist da Bendix Asmus, der Torhüter, der bei Flensburg zunächst im Kasten steht. Ja, ärgerlich eigentlich, man sieht glaube ich schon die Rundausrechnung von Hamburg, zweite Welle nutzen, schnell spielen, hat eigentlich ganz gut geklappt, gute Wurfsituation und dann ja, ärgerlich, dass der Ball nicht reingeht. Tim Orzol auf halb rechts bei Flensburg. Und das ist Mikael Helmersson, bei dem wir also nicht genau wussten, wie fit ist er. Mhm. Wirkt fit. Wirkt fit. Spannende Geschichte bei ihm. Kommt aus Südtirol. Mutter hat in Schweden unter anderem auch Handball gespielt. Okay. Und als Michael Jakobsen ein Trainingscamp in Südtirol abgehalten hat, da haben die sich kennengelernt. Und da hat er ihn ja quasi in Koffer gepackt. Ich weiß nicht, ob er einen Koffer packt. Guck mal, hier versucht er, den ersten Zaubertrick rauszuholen. Aber der Junge ist gut. Der Junge ist gut. Ja, ich glaube, das sieht man auch in der ersten Aktion schon. Super Antritt. Ich glaube, aber in der Abwehr ist er jetzt draußen, oder? Spielt nur Angriff? Kann das sein? Ich sehe ihn nicht. Ja. Ich sehe ihn nicht, ja. Vielleicht auch dem geschuldet, dass er noch nicht komplett fit ist. Nur im Angriff zunächst. Weil vom Körperlichen her würde ich ihm zutrauen, Abwehr zu spielen. Das wollte ich auch gerade sagen. Aber wenn ich mir generell die Abwehr von Flensburg angucke, für eine A-Jugend dann doch schon sehr weit. Meno Carstensen sehen wir da im Innenblock gemeinsam mit Marcel Sperling. Und der Weg von Max Niemann ins 1 gegen 1, der heute auch das Kapitänsamt von Alex Most übernimmt, vom etatmäßigen Kapitän. Da ist am Ball. Halb rechts für den Beutler. Kommt jetzt an den Ball. Versuche in die Tiefe zu gehen. Und Flensburg kontert. Ah, super Parade von Pinski da. Lange wartet, das Bein hochgezogen und dann, dem Außen das Leben schwer gemacht. Jetzt ist Helmersson auf halb in der Deckung. Mhm.
Und auch wenn Flensburg führt, beide suchen noch ein bisschen nach dem Schlüssel. Ich glaube, wir haben jetzt schon drei Paraden auf beiden Seiten zusammen. Ich glaube, das Spiel, ja, ist ein klassisches Spiel, was über die Torhüter entschieden wird, weil wir einfach auf beiden Seiten einfach gut ausgebildet sind. Super Tor jetzt von Massiman, super gespielt, lang gewartet, hoch reingezogen. Und da hat er selbst ein guter Torhüter dann keine Chancen. Hasenkamp versucht immer den Weg, das ist sein Spiel, ins 1 gegen 1. Bisschen Kopf durch die Wand, aber erfolgreich. Schöner Dreher. Uiuiui, wird schon gezaubert hier. Tobias Pachmann im Chat gefordert, schon mehrfach. Da ist er doch. Jetzt das Schießen eröffnet. Jetzt geht's los. Ja, Tim, das Tempo ist, glaube ich, auf jeden Fall auf beiden Seiten da. Ja, und die Abwehrreihen müssen sich anscheinend noch ein wenig finden. Im Chat steht, dass bei Flensburg öfter mal ein 2006er namens Oskar Czertovic mit dabei ist. Der ist auch heute tatsächlich im Kader, schreibt Marz-Wieder H24. Liebe Grüße. Wieder Höft. Nummer 5, kann das sein, ja. Müsste noch auf der Bank sitzen. So ist es. Und es wird viel über Orsul gesprochen. Der den Chat jetzt schon begeistert. Aber hier begeistert in der Halle Jano Borke. Und Rospel ermahnt seine Mannschaft, ein besseres Rückzugsverhalten an den Tag anzulegen und anzupassen dem Spiel. Ich weiß nicht, ob man das über die Außenmikrofone noch gehört hat, aber ja, da wurde ein bisschen deutlicher. Ich glaube, gerade wenn man jetzt gesehen hat, wie extrem er die SG über die zweite Welle auch gehen will. Ja, ordentliches Tempo drin bei den Jungs. Zahlreichen Außenmikrofone, die wir hier installiert haben. Muss ja nur professionell wirken. Wann kommen die Spider-Cam? Wann? Die muss auch gleich nochmal kommen. So, Helmersson mit Hasenkamp. Und also, das ist ein Rückraum, der sich sehen lassen kann. Ja, nicht verkehrt. Zweiter Treffer für Orso. Geht Schlag auf Schlag. Max Niemann mit dem Ausgleich wieder. Ja, ich glaube, die Jungs schenken sich hier nichts heute. Guter Schlagwurf. Davor das Tor von Orsul. Ja, überragend. Über den Block, lang hoch reingeschossen. Da kann dann auch Pinsky im Tor nichts machen. Das ist Blockecke. Das ist einfach gut gemacht. Und plötzlich haben wir ein Handballspiel. 4-4. Plötzlich haben wir ein Handballspiel. Es geht los, ja. Borke gegen Sperling am Kreis. Cooles Duell. Bin ich sehr gespannt. Die werden ja noch öfter da aufeinander treffen. Das hat Hamburg hinten gut gemacht. Uiuiuiuiui. Gregor Lieke. Schönes Ding. Erste Führung Hamburg. So, das müssten die ersten 2 Minuten sein. Ja. Das ist wegen Unbehauen. Dann beschwert sich da natürlich, aber ich glaube, da muss man nicht drüber meckern. Nein, zu Recht. Das ist absolut zu Recht, ja. Die Zeitstrafe, aber das ist der, den wir vorhin angesprochen haben, der aus Bad Bramstedt. Ja. Gekommen ist. Und Alex Pinsky im Tor wird jetzt den ersten 7 Meter auf sich zurauschen sehen. Gegen Helmersson. Fünf. Pinsky, ein Torhüter, der über sein Stellungsspiel kommt. Starker Torhüter. Er hat jetzt auch ein paar Mal bei euch mittrainiert. Genau, richtig. Ist jetzt nicht der größte Torhüter, aber du sagst, es ist gutes Stellungsspiel, gute Reaktionszeit. Hat jetzt in der Zeit, wo Yogi bei uns bei der Nationalmannschaft war, hat er bei uns ausgeholfen. Macht seine Sache gut. Ich glaube, mit Goran Stojanovic, unserem Torwarttrainer, arbeitet er auch sehr gut zusammen und viel Entwicklungspotenzial noch vorhanden. Klasse gespielt. Hamburg hat sich jetzt auch vorne eingegroovt. Ja, super gespielt in Unterzahl. Torhüter rausgenommen, 6 Feldspieler mit reingenommen.
Oder noch ein, zwei Kreuzungen. Kreis über frei gespielt, super gespielt von Max Niemann. Hamburger Jung, 177, fragt, was traut ihr Helmersson zu? Der Junge hat Potenzial. Weden kommt. Setzt den daneben, aber lass noch kurz über Helmersson zu Ende sprechen. Wo siehst du den? Kann der Bundesliga? Du, ich habe bis jetzt 8,5 Minuten von dem Jungen gesehen. kann ich jetzt keine seriöse Antwort geben, aber ich glaube, was man schon sieht, gute Anlagen, die sind definitiv da. Und wenn er jetzt älterer Jahrgang ist, ist er das? Ja. Wenn er älterer Jahrgang ist, dann würde man ihn vielleicht nächstes Jahr irgendwo in der zweiten Liga sehen, wenn er den Schritt machen will oder vielleicht sogar bei Flensburg, man weiß es nicht. Holpert ja so ein Beispiel, ne? Der den Weg nach Minden dann gewagt hat. Genau, richtig. So, aber vielleicht können wir nach dem Spiel nochmal drüber sprechen. Ich habe jetzt hier transparent einfach 1:1 Hamburger Jungs Frage an dich weitergegeben. So ist es. Super Täuschung. Das ist für mich eigentlich ein Freiwurf. Aber du hast recht, ist tatsächlich der Angriff. Abwehrwechsel, also Helmersson mit Carstensen, die beiden tauschen. Ja. Carstensen in der Abwehr, Helmersson vorne. Da kommt er wieder. Boah, Stürmer vollpfiffen. Chance für Hamburg auf plus 2 zu gehen. Ärgerlich, gut abgefangen der Ball von Flensburg. Ja, aber da wäre der Helmersson schon wieder da gewesen. Hätte schon wieder getroffen, wäre nicht das Stürmer voll am Kreis gewesen. Aber man sieht es einfach, der Junge hat super Anlagen. Wenn er jetzt vielleicht für den Herrenbereich noch ein paar Kilo rauflegt, sehe ich da gute Chancen für. Frage im Chat zur Nummer 17, zu Borke, der also hochgekommen ist aus der U17, jetzt aus, hilft im Innenblock, ersten 10 Minuten macht er gut. Bis jetzt kann man da gar nichts meckern. Arbeitet gut im Innenblock, arbeitet, wird auch gut geholfen dann, von Pachmann auf Halb und von Niemann auf der Mitte, auf 4. Bis jetzt gutes Spiel von ihm im Innenblock. Haben ja auch im Vorfeld gesagt, lass mal die ersten 10, 11 Minuten abwarten, nächste Rakete von Helmersson gezündet. Hamburg wechselt jetzt auch direkt, bringt Schnitter auf halb rechts rein. Jetzt vielleicht ein, zwei unglückliche Aktionen gehabt vorher. Wollte Sven anscheinend was Neues machen. Starker Block von Flensburg da. Ich glaube von der 77, Marcel Sperling. Aber der nächste Block. Abwehr steht jetzt. Stetig. Janu Borke traut sich einiges zu. Jetzt zwei Fehlwürfe jetzt aneinander. Aber das muss er nichtsdestotrotz machen als Halber. Gerade mit der Größe, mit den Voraussetzungen, da muss er werfen. Absolut richtig. Zeitspiel angezeigt. Da kommt Schnitter. Festgemacht noch. Hier kann 4 oder 5 Pässe. 4 Pässe, glaube ich. 5 Pässe noch. Wieder 1 gegen 1. Da kommt Borke. Aber der Flensburger Riegel steht. Ist gerade ja nur Borke jetzt auf halb mit einigen Problemen im Abschluss. Guter Versuch von Max Niemann da. Holt sogar den Rebound. Ja, super Arbeit von ihm. Ich beobachte in der Zwischenzeit so ein bisschen beide Trainer, die sehr aktiv sind, sehr kommunikativ. Ja, das sehen wir auch. Ich habe gerade auch im Gespräch mit den Schiedsrichtern beide noch nicht ganz so zufrieden. Aber ich glaube, das kennt jeder beim Handball. So, Fehler Hamburg und Flensburg. Macht schnell.
aber vielleicht zu schnell. Weden. Rübergesetzt, ja. Pinski bleibt lange groß. Bleibt als letzte Chance für ihn, da rüber zu werfen. Und dann Schnuff zu hoch gezielt. Niemand geht ins 1 gegen 1. Ja, ich weiß halt heute nicht, wie der Hamburg wechseln kann. Ich glaube, Evermann ist jetzt auch heute nicht dabei, fällt auch aus. Auf der Mitte eigentlich auch ja, ein etatmäßiger Starter. Und Max Niemann reibt sich jetzt schon ziemlich auf der Mitte. Viele 1 gegen 1 Aktionen, macht das sehr gut. Ich glaube, da wird es auch gerade in der zweiten Halbzeit spannend, wie Hamburg danach wechseln kann. Werden die Flensburger auch wissen, werden dann versuchen, immer drauf zu gehen, genau. Jetzt kommt Schnitter. Spät zu sehen für Asmus. Gut gehalten. Gut gehalten und dann ist Flensburg wieder im Gegenstoß. So ist es. Jetzt ist er drin. Und Tom Lorenzen trifft. Ja, ja, ich glaube, man merkt es gut. Jeder allzu kleine Fehler von Hamburg wird sofort im Gegenstoß von Flensburg bestraft. Dafür sind die Flensburger auch bekannt. Gute Außen, schnelle Außen. Da hast du dann als Mannschaft mit vielen Fehlern echt fast keine Chance. Wie D fragt, spielen die eigentlich mit Backe in dieser Halle? Natürlich, natürlich. Ich glaube, in der Bundesliga musst du mit Backe spielen dürfen. Und auch wenn wir trainieren, ja, wäre es ein wenig kontraproduktiv, wenn wir nur ohne Backe spielen dürften. So ist es. So, Borke geht, Finn Lühr kommt raus. Ein jüngerer Jahrgang A-Jugend, soweit ich weiß. Auch ein ganz interessanter Junge. Super 1 gegen 1. Normalerweise, glaube ich, aber auch eher in der U18 zu finden. Dialog Großbild mit Gimler und Rips. Und auch mit Jakobsen. Aber man hat sich lieb. Man hat alle sich lachen. Lieb, man hat sich lieb. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste beim Handball. So oft man sich dann wieder Worte an den Kopf wirft, sonst auf einer fairen Ebene ist und danach alles gut ist, ja, macht es auch den Sport einfach fair. Gutes 1 gegen 1, super frei gespielt. Schnuff zu weit außen. Ich habe Hamburg jetzt eher mit einer spielerischen Mannschaft auf dem Feld, ein bisschen kleiner gewachsen. Jetzt Fehlpass von Finn Lühr und Flensburg geht sofort wieder ins Tempo. Super gemacht, von Max Niemann. Stürmer voll rausgeholt. Jetzt ist er auch wieder vorne mit am Start. Schön gespielt. Lühr gibt nochmal weiter auf außen. Super gespielt. Gregor Lieke. Gregor Lieke mit dem zweiten Treffer mittlerweile schon. Ausgleich in der 15. Minute. Janosch HL, liebe Grüße, schreibt Schiedsrichter, kommen mir bekannt vor, die pfeifen doch auch zweite Liga Herren. Ja, hattet die auch schon mal. Wir hatten die auch auf jeden Fall schon mal, ja, definitiv. Ja. Und wie gesagt, auch hoch im Beachhandball unterwegs, also die sind vielfältig unterwegs. Sind vielfältig, die können alles pfeifen anscheinend. Nee, aber bis jetzt nicht auffällig und ich glaube, das ist für Schiedsrichter das beste Kompliment, was du kriegen kannst. Absolut. Boah. Immer wieder Michael Elmerson. Schwer in den Griff zu bekommen. Schwer in den Griff zu bekommen. Absolut. Macht bis jetzt eine super Partie. Er nimmt sich auch die Würfe, was ganz wichtig ist für einen Spieler seiner Klasse. Ja, Asrani, ich glaube auch gerade im Zusammenspiel ja, mit halb rechts, mit Tim Orsul, ist schon sehr schwer für den HSV, sich darauf einzustellen. Sven Rüsbühl nimmt jetzt auch die erste Zeit, das erste Timeout. Ja. 7-8. Wir haben ja vorhin gesagt, lass mal die ersten 10 Minuten abwarten, ja, wie beide Mannschaften reinkommen. Aber ich formuliere das mal als Frage. Beide kommen überraschend gut rein, Fragezeichen. Ausrufezeichen, würde ich eher sagen. Man merkt, glaube ich, nicht, dass Hamburg letzte Woche nicht gespielt hat, dass Flensburg auch vielleicht ein, zwei Ausfälle hatte oder ein, zwei Fragezeichen hinter einigen Personalien. Tempo ist sehr hoch, finde ich. Das wird spannend zu sehen sein, ob das auch in der zweiten Halbzeit so weitergeht oder gerade zum Ende. Aber generell sehen wir, glaube ich, für eine A-Jugend-Bundesliga ein richtig gutes Spiel. Und auch nicht, wie wir in den ersten 3-4 Minuten gedacht haben, mit vielen
nur Offensivaktionen, sondern mittlerweile haben sich jetzt auch die Defensiven beider Mannschaften gestärkt, sind beständiger und vielleicht sehen wir, glaube ich, ein richtig gutes Handballspiel. Das auch, Frage von Hamburger Jung, 177, bis zum Ende spannend bleibt. Also wenn wir uns nochmal ans Hinspiel erinnern, das sah ja zum Beispiel lange Zeit nicht spannend aus. Flensburg führte deutlich, dominierte die erste Hälfte, führte auch noch, sagen wir mal, eine Viertelstunde vor dem Ende, auch noch mit, ich meine, plus 6. Und dann kam Hamburg nochmal. Über die Körperlichkeit, über die Emotionen, was Hamburg dann wiederum auszeichnet. Beide können auch Tempospiel, auch das ist klar. Das heißt, das kann tatsächlich ein Sonntagskrimi am Nachmittag werden. Das hoffen wir doch, glaube ich, oder? Bin ich guter Dinge. Ich glaube, gerade durch das Tempo kannst du auch dann hohe Rückstände mit ein bisschen mehr Risiko am Ende wettmachen. Und da sind beide Mannschaften, glaube ich, prädestiniert für. Flensburg bringt hinten in der Abwehr Felix Mau mit der 22. Auch interessanter junger Mann, verpflichtet von den Rhein-Neckar-Löwen, kommt aus der Schweiz, trägt die 22. Weiter in der Abwehr zusammen im Innenblock jetzt mit Carstensen. Super durchgesetzt von Gregor Lieke da im Kreis jetzt auch mit seinem dritten Treffer, glaube ich schon. So ist es. 8-8. Und so viele Würfe sie sich auch aus dem Rückraum nehmen, die Streuung ist doch noch relativ groß bei Flensburg. Die Streuung ist noch relativ groß. Jetzt hatten sie Glück, dass sie über links außen den Rebound kriegen, aber du sagst es, auch Pinski mit ein, zwei guten Paraden aus dem Rückraum. Wenn da die Einstiege ein bisschen näher kommen, wird es ganz gefährlich für Hamburg. 7 Meter. Wieder Helmersson gegen Pinski. Ich über den Kopf gelegt. Ja, super geworfen, auch sicher vom Punkt oder sicher vom Strich, auch ganz wichtig. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beim nächsten 7 Meter dann Finn Luca Gründel auch mal vielleicht sehen in Hamburg. Max Niemann, nächster Treffer. 9-9. Gute Arbeit, jetzt sehen wir auch im Block bei Hamburg wieder eine Veränderung mit der 7. Michael Wendt jetzt drin. Ich glaube, beide Mannschaften sind nicht ganz so, oder beide Trainer sind noch nicht ganz so zufrieden mit der Defensivausrichtung und haben jetzt, glaube ich, schon in den ersten 20 Minuten jeweils 2-3 Formationen ausprobiert. Mal schauen, wie viel PS er auf die Straße bekommt, war zuletzt auch angeschlagen. Okay. Aber Rusbüldt vertraut ihm jetzt nach 18 Minuten und du hast Gründel angesprochen, Finn Luca macht sich hier schon neben der Bank warm. Stimmt, der macht sich warm, der wird wahrscheinlich gleich kommen. Und versuchen, den neuen nächsten Impuls zu setzen. Super gespielt wieder von Hamburg. Wieder auf Gregor Lieke nach außen. Der Mann gefällt mir. Astrein, überragend. Ich glaube, 4 Würfe, 4 Treffer. Wenn ich richtig informiert bin. Und, du bist richtig informiert. Ich bin richtig informiert. Habe aufgepasst. Habe auch super rausgespielt vorher, muss man sagen. Maxime, gutes 1 gegen 1 angezogen gegen die Hand. Und von Lühr dann auch außen abgelegt. Und da macht er es einfach eiskalt. Bei den vielen Personalien, die wir im Vorfeld diskutiert haben, ist ja auch nicht nur die Frage, ist er bei dem einen oder anderen zufrieden oder muss er noch umstellen, sondern die Frage ist ja auch, wer braucht eine Pause? Wer muss mal kurz raus? Wer muss mal geschont werden? Da steckst du natürlich als Außenstehender immer nicht drin. Das weiß nur ein Ruspel. Tom Lorenzen, 2. Treffer. So, ach, jetzt spielt er mal nicht nach außen, Stürmer voll. Jetzt für Luca Gründel bei Hamburg im Tor, wir haben es angesprochen. Und wird auch direkt gefordert sein. Mittlerweile 17 Jahre alt, schon mit 16 jetzt letztes Jahr in die A-Jugend hochgezogen. Schon beim DRB mit dabei, voll im Fokus, eines der größten Handball-Torhüter-Talente in Hamburg. Mal schauen, was die Entwicklung mit ihm noch so macht. Ist natürlich auch, Achtung, Weden kommt, trifft. Aber ist ja auch mal die Frage, er wird von vielen Seiten gelobt.
auch medial schon, war schon im Hamburger Abendblatt und so weiter. Was das mit so einem jungen Kerlchen immer macht, ne? Absolut, absolut. Ich glaube, gerade im jungen Alter so hoch gelobt zu werden, ist immer schwierig, aber was ich bis jetzt mitbekomme von ihm, ist einfach ein Arbeiter. Der arbeitet im Training, will immer besser werden, hat jetzt nicht die Gardegröße für den Torhüter, aber macht das auch wie Alexander Pinsky mit einem guten Stellungsspiel weg und mit guten Reaktionen. Ich glaube, da wird spannend sein, wie er sich in den nächsten Jahren weiterentwickelt. Absolut bodenständig. Absolut bodenständig, guter Junge. Ich glaube, er hat sogar noch ein Jahr A-Jugend danach. Ja. Darum muss man ihm aber auch die Zeit geben. Bruder auch schon mit am Start, die trainieren immer zusammen. Gutes 1 gegen 1. Super von Tenure. 11-11. Duell absolut auf Augenhöhe. Klasse Pass an den Kreis, Carstensen. Erster Treffer für ihn. Eigentlich ja, Abwehrspezialist. Der hätte, genau gepasst, aber super, super Parade. Super auch aufgepasst. Eigentlich ein guter Pass da von Benix Asmus, aber Fendur war schon wieder hinten. Also müssen wir sagen, erst die super Parade hinten von Asmus und dann eben die gute Rückwärts. Bewegung. Eins Fan, eins Girl schreibt, wenn ihr Pinsky und Gründel gleich beschreibt, ist das dann nicht taktisch unschlau? Inwiefern? Haben wir sie gleich beschrieben? Ich glaube, wir haben beide haben gute Stellungsspiel, haben wir gesagt. Aber haben sie ja beide. Haben, du, nur weil der eine das hat, hat es der andere vielleicht, ja nicht. Vielleicht meinen sie damit, dass es für einen Mannschaft vielleicht unschlau ist taktisch, aber ich glaube, das ist mein Torhüter, dann kommt es ja auch ganz viel auf die Situation drauf an, wer heute gut drauf ist und wer nicht gut drauf ist. Und dementsprechend sind die, glaube ich, wirklich ein gutes Duo und haben sich auch viel ausgezeichnet schon. Stark von Lorenzen. Außerdem wage ich zu bezweifeln, ob irgendjemand auf Flensburger Seite ein Knöpfchen im Ohr hat, um zu hören, was wir hier sagen. Und die kennen natürlich die Qualitäten den Hamburger Torhütern sowieso. Ja, sowieso. Da haben wir ja gerade kein Geheimnis verraten. Gleiches gilt für die Flensburger Torhüter, das weiß auch Sven Rüspel. Was dort an Qualität im Tor steht mit Asmus oder gegebenenfalls auch mit Tim Jakobsen, der da ja noch auf der Bank sitzt. Ja. Max Niemann geht jetzt angeschlagen raus. Oh ja. Wird wieder gewechselt, aber auch wieder guter Rückzug von Hamburg eben. Borke wieder am Start. Borke wieder im Innenblock. Jetzt mit Michel Wendt im Innenblock. Mal schauen, wie die beiden das zusammen machen. Und Carstensen bleibt jetzt auch in der Offensive am Kreis. Ja. Außerdem übrigens ein Kommentar noch ganz kurz. Es ist unser Job, etwas über die Spieler zu erzählen. Das, was wir wissen. Dafür sind wir da. Sonst kann man das Ding hier auch ohne Ton gucken. Ein super Wurf von Orso. Schwer zu halten für Grün. Gut, eigentlich sogar dran. Pinsky sieht das richtig. Geht über den Block. Trotzdem, obwohl Fendur Gründel dran ist. Super Bewegung von Fendur. Richtig, die Antwort jetzt, denn Flensburg führte eben mit 2 erstmals und Helmersson jagt den wieder in den Winkel. Ja, lassen sie zu nah rankommen. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch in den ersten 23 Minuten schon gesehen. Wenn der auf 19 Metern dran ist, dann wird geschossen. Gut gespielt wieder auf Egor Lieke. Super gespielt von Borke da auf außen. Aber es geht jetzt auch, ist ein bisschen wilder gerade, geht Schlag auf Schlag. Kriegt den fest, Carsten sind tatsächlich noch an. Gegen Schnitter. Und Sven Rüßbild bei Hamburg ist gar nicht zufrieden. So sehen. Da. Da ist er. Was haben wir denn? Gregor Lieke und Michael Helmer. Ich glaube, ich habe mich eben in dem Tohuwabohu mit den vielen Toren gerade irgendwo verzählt. Wobei da, also bei Gregor Lieke 5 Tore haut hin. Das sind auf jeden Fall richtig. Und Helmersson auch 5. Helmersson auch. Also müssen wir gleich in der Halbzeit nochmal gegenchecken. Top-Torschützen haben wir. So, Flensburg 2 vorn. Super Bewegung wieder. Aber auch, Flensburger Abwehr steht einfach gut, kompakt. Und im 1 gegen 1 dann auch schwer zu bezwingen. Trotzdem, sie probieren es immer wieder. Sehr schönes Duell übrigens. Alex Hartwig in der Abwehr von Flensburg. Warten wir kurz den Wurf aber gegen Pachmann. Fangen und direkt zum Gegenstoß. Ein Kopfunterschied. Super Pass. Und da ist Fendur Gründel.
Den nimmt Gründelwegen ab. Und schon wieder geht's los. Super Bewegung. So, aber lass noch mal ganz kurz da an das Duell. Pachmann am Kreis. Kopf kleiner als Carstensen, als Mau. Schönes Duell. Ja, absolut. Und ich glaube, dafür macht das bis jetzt echt gut. Läuft viel. Ist, glaube ich, jetzt kein Kreisläufer, der über die, du hast es angesprochen, über die körperliche Größe kommt. Der macht das gut. Der läuft viel und wird auch gut auf gut in Szene gesetzt dann. Gerade von Max Niemann davor. Bietet sich eigentlich an, dann eher zu versuchen, in die Tiefe zu spielen. Du kannst ja nicht absolut über die beiden rüberwerfen oder rüberpassen. Das wird schwierig, ja. So, da hat sich Borke eben wehgetan. Scheint aber jetzt weiterzugehen für ihn. Ja, Fangirl schreibt auch, Pachmann steht aber auch immer tief und nutzt absolut das, was er eben hat. Jetzt kommt Levin unbehauen und versucht sein Glück gegen Asmus. Einmal angetäuscht und dann souverän. Alles kalt. Kann man nichts beanstanden. 15-16 Auszeit Flensburg. So, kam jetzt schon mehrfach die Frage im Chat, was eigentlich mit Frederik Adam, der steht nicht auf dem Spielberichtsbogen. Ist nicht mit am Start, auch einer der, die angeschlagen sind. So, können wir irgendwas hören? Kein Mikrofon, weil er aussetzt, aber. Hast du eine Angel mit? Können wir ein bisschen angeln? Ja, ich versuche schon zu lauschen, hier bei Sven, aber. Da wollen wir nichts verraten. So, mittlerweile, wir sind in der 26. Spielminute. Im Chat geht's ab. Das freut uns sehr. Vielen Dank. Hier kommt gerade das nächste Follow rein. Also, alle, die followen, also folgen, alle, die Subs reinhauen und so weiter. Danke euch, das ist ganz lieb, da freuen wir uns sehr drüber. Für alle, die sich fragen, wie komme ich eigentlich in den Chat? Ich habe auch eine Meinung zum Spiel, ich habe auch eine Meinung zu einem gewissen Spieler oder ich habe einfach eine Frage an live, auch möglich. Können wir gleich in der Halbzeit beantworten. Macht euch einen Account, das geht ganz leicht, einfach mit der E-Mail-Adresse und einem Passwort, das ihr euch ausdenkt, anmelden und dann könnt ihr, das geht kostenlos bei Twitch und dann könnt ihr in den Chat reinschreiben. In der Halbzeit gibt es halt die Fragen, haben wir schon angekündigt, an live. Und habe ich noch was vergessen in Sachen Twitch? Ich könnte nichts dazu sagen. Das ist erstmal, ne? Folgen, wenn man reinschreiben will, ist ganz gut. Genau. Mehr kann man dazu nicht sagen. D-Mark Mark auch jetzt mit einem Follow. D-Mark. Danke, danke. D-Mark Mark, schöner D-Mark, Name. D-Mark Mark, ja. Nicht schlecht. Der glaubt noch an die guten alten Zeiten. So, oder wie es immer so schön heißt, ne? Bruder oder von D-Mark so Euro. So, ja, wir gucken wieder aufs Handballerische. Hasenkamp übernimmt. Ja. Im Zentrum. Unterzahl auch. Sechster Feldspieler raus. Wir schauen in den Mittelblock von Hamburg. Jetzt Borke. Oh, und Pachmann jetzt im Block. Genau. Spannend. Arbeitet aber gut. Hasenkamp. Einen starken Wurf dann. Überhalb rechts. Ärgert sich, finde ich, auch. Oskar Czertovic, über den wir anfangs schon gesprochen haben, mit der Nummer 5 bei den Flensburgern. Ist es der besagte 2006er? So ist es. 2006er. Also Heim-WM, ne? 2006 damals. Gottes Gott. In dieser anderen Sportart aber, ne? In dieser anderen Sportart. Kinder, wie die Zeit vergeht. Naja. Bei der Heim-WM im Handball war er schon auf der Welt. Das ist richtig, ja. Klasse gespielt. Lorenzen. Ja. Sicher. Ärgerlich. In Überzahl. Ball verloren. Nicht gut ausgespielt. Und wie gesagt, dann ist Flensburg da. Jetzt Überzahl Hamburg. Geblockt. Schnitter. Gut gespielt. Wieder auf Gregor Lieke auf außen. 6 von 6. Souverän. Immer noch mal im Hinterkopf haben, gegen Ende der Partie fragen wir euch bei beiden Mannschaften, wer ist der MVP, wer hat euch am besten gefallen und dann gibt es eine Abstimmung. Dann holen wir natürlich die Spieler auch zum Interview bei uns.
Yep. Super Fäden. Gesehen, super gemacht. Start nach außen abgeräumt von Hasenkamp. Ja, und Weden dann mit dem Superleger gegen Pinsky, der wieder im Tor ist für Hamburg. Genau, das ist der Wechsel nach der Auszeit wahrscheinlich, ne? Den hat Sven davor genommen, ja. Und 7 Meter für Hamburg. Ja, 7 Meter. Wieder durch Bocker rausgeholt. Der da gut die Lücke 1-2 angreift jetzt. Davor ein paar Mal nach außen durchgespielt, jetzt die angreift. Und schon den zweiten 7 Meter rausholt jetzt. Wieder unbehauen. Ja. Lang gewartet, ausgeguckt, rechts unten eingeschoben. Hat aber nicht viel gefehlt, dass Osmus den hält. Da war der Arm fast dran, aber ja, fragt später keiner mehr nach. Absolut. Hamburg verkürzt, da sind es wieder nur noch 2, aber wir sind jetzt in einer Phase, wo es heißt, für Hamburg natürlich dranbleiben. Absolut. Flensburg wird sicherlich den Vorsprung vor der Pause noch kurz ein bisschen ausbauen. Absolut, 1,5 Minuten jetzt vor Ende. Ja, glaube ich, will Flensburg schon mit 2-3 Toren in die Halbzeit gehen. Das könnt ihr jetzt... Oh, trifft ihn da schon im Gesicht, glaube ich. Hätten wir auch 2 Minuten geben können. Schiedsrichter nicht gesehen. Na gut. Ja, jetzt wird aber gut gearbeitet im Anlauf Hamburg. Kann man nicht sagen. Einfach stark gemacht. Einfach stark gemacht, ja. Super hochgegangen. Ja, von lassen ihn da in den 9 Meter rein. Ja, dann hat Pinsky da keine Chance bei dem guten Wurf. Aber es macht Spaß zuzugucken. Flensburg führt 20-17. 30 Sekunden. Schade eigentlich, dass in 30 Sekunden schon Pause ist. Schade, dass Pause ist. Absolut. Ich glaube, da könnten wir... Das ist ein Fehler von Hamburg. Könnten wir lange weiter gucken. Macht Spaß zuzugucken. Gutes Tempo. Den setzt er drüber. Das ist 15 Sekunden. Ja. Flensburg noch einen Gegenschuss. Der wäre jetzt ärgerlich für Hamburg. Glücklicherweise hat der Architekt da eine Wand hingebaut. So musste keiner den holen. Und dann gehen wir in die Pause und können nochmal schnell schreiben. Olli Klust, was ist das für ein Spiel? Es ist Hauptrunde A-Jugend-Bundesliga Hamburg gegen Flensburg. Die Flensburger führen mit 20-17 aus deiner Sicht verdient live? Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube, dass heute die individuelle Klasse aus Flensburg gerade im Rückraum das Spiel bestimmt hat. Mein Hemmerson schon mit 5 Toren. Sehr federführend da im Angriff, gute Würfe, aber auch gut weitergespielt da, gut angezogen, das 1 gegen 1 und weitergespielt für die Mitleute. Und gerade das Tempo nach den Fehlern von Hamburg haben sie einfach gnadenlos ausgenutzt. Und darum würde ich sagen, verdiente Führung für Flensburg. Auch auf verschiedene Positionen verteilt, du kannst nicht so richtig einen rausheben. Natürlich nimmt sich ein Helmerson immer die Würfe. Ein Ortsul hat klasse angefangen. Super angefangen auf halb rechts, genau. Aber auch hier, ich glaube, wir haben mittlerweile Tom Loritzen auch schon mit 4 Toren. Es verteilt sich gut und die spielen halt auch gut weiter. Darum ist es ungemein schwierig für Hamburg jetzt, sich auch in der Halbzeit darauf einzustellen. Wer hat dir wiederum auf Hamburger Seite am besten gefallen? Ach, einige. Ich glaube, Max Niemann hat das am Anfang sehr gut gemacht. Gerade in der Abwehr auf 4 super gedeckt. Vorne 1 gegen 1, immer sich aufgerieben. Kam da jetzt leicht angeschlagen runter. Ich weiß nicht, wie das in der zweiten Halbzeit für ihn weitergeht. Aber Gregor Lieke auf außen natürlich auch sehr sicher. 5 von 5 mittlerweile. Oder 6 sogar. 6 von 6. Aber auch generell. Hamburg macht auch kein schlechtes Spiel. Wenn sie jetzt in der zweiten Halbzeit, glaube ich, in der Abwehr ein bisschen was drauflegen, die Jungs ein bisschen früher angehen und dann in ihr Tempospiel kommen, eventuell haben sie auch gute Chancen. Hat ein gutes Niveau das Spiel, oder? Oder besser zumindest, als es vielleicht, wir haben es ja relativ skeptisch oder zurückhaltend beschrieben am Anfang. Absolut, absolut. Ich glaube, wir sind beide positiv überrascht, gerade nach der Pause, wie gut die Jungs reinkommen. Und macht Spaß zuzugucken. Wir sehen gerade im Hintergrund Bendix Asmus, der Torhüter der Flensburger, ist gleich zum Interview am Start. Finde ich sehr, sehr interessant, dass der in der Pause Zeit hat, mit uns kurz
zu sprechen. Kann, glaube ich, froh wir sein. Gehen in der Zeit ein paar Fragen von euch durch im Chat. Wenn ihr Fragen habt, dann live. Jetzt ist die Chance. Kurzes Interview mit Bendix und dann sind wir beide gleich wieder da und schnacken ein bisschen weiter. Leo, bitte übernehmen. Gut, ich habe jetzt hier neben mir Bendix Asmussen von der SG Flensburg-Handewitt wird den Torwart stehen. Einmal ein kurzes Zwischenfazit zur ersten Halbzeit. Ja gut, also wir führen hier jetzt zur Halbzeit mit 3 Toren. Das ist schon mal gut, aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz mit unserer Leistung zufrieden. Also die Abwehr steht noch nicht ganz, es ist noch ein bisschen, die kommen viel noch über den Kreis und wir müssen einfach weiter konsequent bleiben, aber wenn wir genauso weiterspielen und vielleicht noch einen Zahn zulegen, denke ich, sollten wir das hier nach Hause fahren. Stimmung ist gut, also das könnte auch nochmal einen Umschwung bringen für die Hamburger, aber ich denke, dass wir das hier jetzt sicher zu Ende bringen. Ja, vorne 20 Tore gemacht, macht man ja eigentlich alles richtig. Hinten 17 Gegentore. Was gilt es jetzt in der zweiten Halbzeit zu verändern, dass die Räume da enger werden, dass es eben nicht mehr diese leichten Durchbrüche gibt? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, uns fehlt es noch an Höhe auf jeden Fall in der Abwehr. 17 Tore sind einfach zu viel in der Halbzeit. Deswegen, die Höhe muss besser werden, die Aggressivität. Wir müssen noch fester zupacken in der Abwehr. Und diese Spielchen, die sie da in der Mitte machen mit dem Kreis, die müssen wir nochmal unterbinden und mehr Stopp-Fouls auf jeden Fall. Ja. Wird man als Torwart auch mal allein gelassen, ne? Macht dann vielleicht nicht so viel Spaß. Ja, das auch, das stimmt, aber es ist natürlich dann umso geiler, wenn man freien hält. Das war jetzt erste Halbzeit noch nicht so viel der Fall, weil die auch gut werfen und mich auch gut ausgucken. Aber ich guck mal zweite Halbzeit, ob ich drin bleibe oder mein Kollege reinkommt und dann werden wir das bestimmt ein bisschen besser hinkriegen. Sehr gut, das hoffe ich natürlich auch. Dann wünsche ich ganz viel Erfolg für die zweite Dankeschön, Halbzeit. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Viel Spaß noch und danke. Dankeschön. Das gibt es tatsächlich auch nur bei Sprungwurf TV live hier auf Twitch, dass ein Torhüter in der Halbzeit zu uns zum Interview kommt. Absolut. Ich glaube, wir haben es angesprochen. Vielleicht, ja, er kann froh sein, glaube ich, dass der Torhüter, der Trainer oben in der Kabine ist. Aber gut, sei es drum. Sehr schön. Hat mir sehr gefallen. Absolut. Wir haben in der Zwischenzeit ein paar Fragen von euch gesammelt. Gab einmal die Frage nach dem jüngsten Spieler, der auf dem Feld stand. Das ist nach unseren Informationen Oskar Czertowicz bei den Flensburgern, Jahrgang 2006. Wurde auch schon im Chat einmal abgefeiert, völlig zu Recht. Bei Hamburg kein Spieler, der so jung ist. Nee, ich glaube, wir haben es gesagt, Jano Borke jetzt aus U17 hochgezogen für dieses Spiel. Der müsste eigentlich, soweit ich weiß, ja, der Jüngste bei Hamburg sein. Ja, und Gründel 2004er Jahrgang? 2004er ist jüngerer Jahrgang A-Jugend. Ja, lass uns kurz rechnen. 2004 das heißt 2005. Ist 17. Borke ist, ja, 17, 18, 17 wird 18 wahrscheinlich dieses Jahr. Borke ist dann 2005er und da müsste Oskar Czertowicz 2006er, das heißt ja, sogar genau. Jüngerer Jahrgang B-Jugend noch. Genau, damit ist Czertowicz definitiv der jüngste Spieler auf der Platte nach unseren Rechenspielchen. Wir sind gleich wieder da, gibt nämlich noch ein Interview bei Leo. Hier gleich den zweiten Interviewgast für mich, für uns natürlich, Lennart Benglo. Ja, auch von dir einmal ein kurzes Fazit zur ersten Halbzeit. Ja, ich finde, wir haben am Anfang sehr ausgeglichene Partie gesehen. Jetzt zum Ende hin hatten wir 1-2 Fehler mehr als Flensburg, was jetzt auch das Ergebnis beschreibt mit dem 20-17. Aber ich glaube, im Endeffekt wird es auch noch eine spannende Partie jetzt zur zweiten Halbzeit und wir werden auf jeden Fall noch was Spannendes sehen. Ja, sah natürlich auch gut aus, hier von jeder Position gefährlich. Guter Start, ein paar unglückliche Wurfentscheidungen, dadurch eben auch die erste Welle von Flensburg. Wie kriegt ihr jetzt noch Mikael Helmersson in den Griff, der euch da reihenweise was einschränkt? Ja, also jetzt vor allem am Ende war es halt so, dass wir unsere Abwehr einfach im Innenblock nicht wirklich fest hatten. Ja, wir versuchen jetzt einfach, dass wir da auch effektiver rausstürmen. Auch nicht dumm rausstellen, sondern auch ballgewandt und dann einfach versuchen, die engen Kontakte zu nehmen und relativ früh rauszukommen. Und dann kommt das schon irgendwie. Und Größenunterschied spielt natürlich eine Rolle. Ja, genau. Sieht man natürlich auch ein bisschen, ihr habt auch ein paar jüngere Spieler bei. Aber trotzdem auch vorne immer wieder wuselig, immer wieder klein. Wie spielt ihr in der zweiten Halbzeit im Angriff? Wird da was verändert? Was glaubst du? Ja, also zum Ersten. Wir haben auf jeden Fall gerade eine Abwehr da stehen, wo wir halt sonst einfach gar nicht gewohnt sind, weil wir relativ viele Verletzungsspiele haben. Und da müssen wir halt auch jetzt mit so Alternativen kommen, die wir einfach noch nicht so gefestigt haben im Training, weil wir relativ viel switchen müssen. Und da versuchen wir jetzt einfach das Beste draus zu machen. Und dann werden wir sehen, worauf es jetzt hingeht. Gut, kurzes Fazit. Was glaubst du, wie wird es ausgehen? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall noch eine spannende Partie wird.
Also glaube ich, dass wir so mit ein, zwei Toren das Ding nach Hause nehmen. Ja, das war wie natürlich auch. Spannende Prognose. Dann gebe ich zurück zu Form und bedanke mich. Danke. Ja, und wir sind hier immer noch am Scrollen im Chat. Hier kam zum Beispiel die Frage an dich auf. Eher St. Pauli oder HSV Richtung Fußball? Absolut HSV. Seit ich klein bin. Gibt für alle, die es nicht wissen, auch die schöne Geschichte, oft schon erzählt, nach deiner Katze, die wie heißt? Atuba, nach einem legendären Verteidiger früher vom HSV, Timothy Atuba. Ja, da wurde ich schnell zu erzogen. Wie ist der Kontakt mit Alfred Gislason? Fragt Hamburger Jung 177. Bis jetzt gab es noch keinen Kontakt. Wäre das eine Option eigentlich gewesen? Also hast du gedacht, vielleicht ruft er ja doch gleich nochmal an. Irgendwie hätte er sich ja die Nummer sicher Hätte er sich organisieren können. Über den Torhüter beispielsweise vor Deutschland. Ja, da gibt es ja einen, der ein bisschen da mitspielt. Nein, also da habe ich nicht dran gedacht. Ich glaube, es wäre ein bisschen zu früh, aber ja, vielleicht in der Zukunft irgendwann mal. Aber das ist, glaube ich, noch dafür. Bin ich noch zu früh in der Bundesliga und das wird noch ein weiter Weg sein. Dann gibt es tatsächlich, und wir können an dieser Stelle Werbung machen, denn wir freuen uns sehr, dass du bei uns hier live mit dabei bist. Machen wir ein bisschen Werbung für deine Kollektion. Überzieher heißt sie, gibt nämlich einige Fragen danach im Chat tatsächlich. Oha. Beispielsweise, wann gibt es denn wieder Überziehermützen, da ich damals keine bekommen habe, schreibt Alina. Die Überziehermützen, gute Frage. Wir arbeiten an einer neuen Kollektion. Test, höre ich die ganze Zeit, ja? Na gut. Wir arbeiten an einer neuen Kollektion. Ich glaube, ich kann hier nicht mehr verraten, als auf Instagram oder auf unserer Seite immer aktuell dabei zu bleiben. Unbedingt Follow-Empfehlung. Ach ja, stimmt. Gerne folgen. Überzieher. Oh Gott, das ist jetzt hier Schleichwerbung. Nein, ja, sehr gerne. Aber Mützen werden wir kommen. Und ja, für die keine gekriegt haben, können uns gerne eine Nachricht schreiben, dann kriegen wir das bestimmt hin. Milchreiskrieger ist mit 1 Euro dabei. Nicht danke. Verkehrt. Nehmen wir mit, danke. Nicht verkehrt, vielen, vielen Dank. Kiesgauer hat auch ein Wortspiel, Live is Live. Habe ich noch nie gehört. Grüße an dieser Stelle. Da, guck mal, wir von wegen Schleichwerbung. Instagram.com/Uberzieher. Vielen Dank, hinten nach hinten, vielen Dank. In die Regie. Ja, packen wir direkt hier mit rein. Also, also du machst es ja mit Jan Kleinerdamm zusammen und mit Jari Brückmann von der Geschäftsstelle der Hamburger. Wie ist das zeitliche Arbeitsverhältnis? Also du musst ja wie oft in der Woche trainieren? Das hängt natürlich davon ab, ob wir spielen oder nicht spielen. So wenn wir nicht spielen, dann sind es dann 8, 9, 10 Mal, die wir auch trainieren. Aber wir treffen uns dann halt irgendwann, wenn wir zwischen den Einheiten oder nach am Freitag oder wenn wir danach Freizeit haben, da treffen wir uns irgendwo. Ich glaube, das kann man sich bei uns rein auch gar nicht gut vorstellen, wie wir richtig arbeiten. Wir zusammensitzen und dann einfach beschnacken die Sachen. Aber es ist darum, das ist halt keine Arbeit. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ja, komm. Wir werden hier seriös. Wer ist denn der größte Arbeiter von euch, also der wirklich richtig seriös professionell bei der Nummer dabei ist? Boah, ich glaube, wenn ich mich jetzt an letzten Freitag erinnere, dann kann man da, glaube ich, keinen von uns. Was war letzten Freitag? Ja, wollten wir ein Meeting haben, hat sich dann doch irgendwie ein bisschen, haben wir uns getroffen, aber dann ist es doch weniger über Überzieher gegangen, sondern mehr über Handball gucken und ein bisschen rumlabern. Aber das gehört ja auch dazu. Du meinst kreative Phasen. Ja, so kann man es positiv ausdrücken. Ihr andererseits seid kreativ. Haben wir nichts geschafft an dem Freitag. Aber nein, ich glaube bei uns, tatsächliche Arbeiter sind wir nicht. Hier gab es noch, ich suche das gerade noch, ich finde es gerade nicht, aber es gab irgendwo den Vorschlag oder die Idee, apropos kreativ sein, wann es den Aufsetzer gibt bei Überzieher. Den Aufsetzer als Kappe. Ja, wir haben ja schon den Kopfleger. Müssen wir uns ein neues Produkt für den Aufsetzer überlegen? Nehmen wir mit auf in die Recherche und werden wir beim nächsten Meeting besprechen. Aber was habt ihr für Mützen? Nur Cappies? Oder auch? Wir hatten normale Mützen ja auch. Okay. Jetzt in der Winterkollektion. Das meinte Alina ja gerade, die sind nicht. Ach so, okay. Die sind nicht mehr verfügbar. Genau, Caps gibt es immer noch. Ist ausverkauft? Ist ausverkauft. Wir hatten die auch ausverkauft, aber also einige waren tatsächlich ausverkauft, aber die hatten die auch nur begrenzt bis Mitte Dezember. Es läuft einfach, ist ja der Wahnsinn. Aber wir müssen wieder kritisch werden. Wir müssen dich ja auch kritisch beleuchten, denn Kiesgauer fragt, hat der gute Live etwa kein Instagram?
Der gute Leif hat tatsächlich kein Instagram. Jari liegt mir schon die ganze Zeit in den Ohren. Es sieht doch danach aus, als ob es bald eine Änderung da gibt. Mal schauen, aber Stand jetzt habe ich noch kein Instagram. Mannschaften sind wieder da, sind wieder auf der Platte. Wir sind wieder auf der großen Kamera. Ganz kurz eben bei Hamburg haben wir gesehen, für alle, die es nicht wissen, Lukas Ossenkopp hat auf der Bank Platz genommen, nicht als Spieler. dafür ist er ein wenig zu alt, ja. Sondern? Als Co-Trainer. So ist es. Ist er seit, ich glaube, mittlerweile... Fast schon 4 Jahre. Fast schon 4 Jahre, 2018, ne? 2018 ist er da dabei und mit viel Spaß dabei. Und ich glaube, der macht das, tut den Jungs auch ganz gut, da jemanden neben Sven dabei zu haben, der selber auch hochspielt und ja, die Erfahrung an die Jungs weitergeben kann. Es geht weiter für alle, die neu dazugekommen sind. Schön, dass ihr da seid. Holt euch einen Twitch-Account, schreibt mit im Chat. Das Ganze geht ja kostenlos. Wir sind in der A-Jugend-Bundesliga-Hauptrunde. Zweite Halbzeit. Hamburg in Rot. Jetzt von links nach rechts gegen die SG Flensburg-Handewitt, die mit 20-17 führt. Aber nochmal, hat nichts zu sagen, weil auch im ersten Durchgang schwappte das schon so ein bisschen wellenartig hin und her. Und wir erinnern uns ans Hinspiel, da führte Flensburg deutlich und hat sich hinterher verdammt nochmal richtig geärgert. Hat Michael Jakobs mir gestern auch nochmal gesagt, er weiß bis heute nicht, wie sie das in der Schlussviertelstunde noch aus der Hand gegeben haben. Und ja. Hamburg kommt an den Kreis gespielt. Und dann super. Ist es Tobias Pachmann, der den zweiten wieder. Durchgang eröffnet. Ja. Super freigespielt wieder. Und dann eiskalt. Schauen wir mal auf die Personalien. Also wir sehen wieder Orsul auf halb rechts, Selmason. Wieder nur für den Angriff. Kreis abgepfiffen. Zählt nicht, ne? Zählt nicht, ne. Sperling zurückgepfiffen. Und Hamburg geht wieder los. Ja, anscheinend... hat sich Hamburg einiges vorgenommen für die zweite Halbzeit. Und legen schon mal gut los. Ich glaube, man sieht Max Niemann noch nicht auf dem Feld. War eben auch nicht in der Abwehr, glaube ich, drauf. Habe ich es richtig gesehen? Vielleicht schon Sven ihm für die restlichen... Wobei, der sitzt da vorne. Vielleicht kommt er auch rein. Gelbe Karte jetzt. Für Michael Jakobsen hat sich anscheinend ein wenig zu viel aufgeregt über die Schiedsrichter. HSVX18 fragt, was sagt euer Bauchgefühl? Wer wird gewinnen? Wir geben es direkt mal an euch weiter. Wenn ihr eine 1 in den Chat schreibt, heißt das Hamburg gewinnt. Eine 2 heißt unentschieden. Eine 3 heißt Flensburg wird am Ende hier jubeln. Haut das gerne mal in den Chat rein. Sind wir sehr gespannt auf ein Stimmungsbild. Gucken schnell aufs Feld. Super. Ausgespielt auf Lieke. Den fängt bleibt Asmus. Asmus. Groß. Dann lässt ihn so keine Chance. Sehr ambitionierter Pass. Ja. Vielleicht eine Etage zu hoch gespielt. Aber ich glaube, da sieht man auch wieder, Flensburg will auch wieder ins Tempo-Spiel gehen, nimmt auch das Risiko in Kauf von Fehlern. Wird hier nicht viel belohnt. Hasenkamp macht Schnitter fest. Oh. Schnitter, der aus Rellingen kommt, dort auch selber Trainer ist, hat eine D-Jugend. Oh, ja. Der Mann mit der Nummer 2 bei Hamburg. Das ist natürlich zeitlich ein ordentliches Pensum, was er dann fährt. Eigentlich und dann noch eine D-Jugend trainieren. Super, super. Da ist er und fängt auch den Ball. Zu Hause jubelt halb Rellingen. Davon gehe ich aus. Für diesen Bodennahkampf. Ja, stark gearbeitet. Gute Parade aber auch von Asmus, muss man sagen. Und dann ärgerlich für Flensburg, dass sie den Rebound nicht für sich entscheiden können. Hamburg kommt mit sehr viel Selbstbewusstsein aus der Pause, auch wenn Pachmann den daneben legt. Gut rausgespielt wieder. Ein schwieriger Winkel gerade aus dem Stand für den Kreisläufer. Liegt am Tor vorbei. Jetzt Fuß und jetzt muss Hamburg ins Tempospiel kommen. Spielen sie gut. Rechts außen. Umbehauen. So, Hamburg ist dran. Da kommt live Tissier auch mit der Stimme das erste Mal raus. Du. Treffer Flensburg. Stark gemacht. Helmerson. Dieser Helmerson in seinem 6. Treffer. Stark durchgesetzt. Und fast der Stil. Und der technische Fehler. Von Schnitter auf halb. Oh, wie geht das Spiel aus?
Ausgeglichen. 47 zu... Okay. Ja, ausgeglichen. Na gut. Spannende Abstimmung. Spannende Abstimmung, ja. Scheinen die Fanlager auch irgendwie dann verteilt zu sein. Hasenkamp auf den Fuß von Pinsky. Starkes Spiel von Heimers zu anderen Kreis. Aber Pinsky dann mit der Parade jedoch 7 Meter für Flensburg. Hast Fehler gemacht beim Aufschreiben? Nein, ich habe gerade nochmal kontrolliert hier mit dem Live-Ticker, aber alles safe. Ich habe mich aber auch gewundert bei dir. So. Wir haben hier richtig. Übergründer gegen Heimerson jetzt beim 7 Meter. Nicht schlecht, genau ein Knick. 7. Treffer. 7. Treffer. Peter Maffay schreibt, es geht noch was für die SG. Aber die SG führt auch, aber mir war nicht bewusst, dass Peter Maffay Flensburg-Fan ist. Oder Peter Maffay 690 ist Peter Maffay-Fan. Das ist auch möglich. Ja, weiß ich nicht, was wahrscheinlich ist. Aber liebe Grüße. Liebe Vielleicht Grüße. Ist auch Udo Lindenberg, der dahinter steht. Ja. Weiß man ja. Super, irgendwie durchgetankt von Finn Lühr. Macht ein gutes Spiel. Gut im 1 gegen 1. Und Max Niemann jetzt wieder, in der zweiten Halbzeit nur in der Abwehr. Da. Und Finn Lühr übernimmt da auf der Mitte die Verantwortung im Angriff. Aber es geht zu Beginn dieser zweiten Halbzeit deutlich mehr zur Sache, deutlich intensiveres Tempo als zu Beginn der ersten Hälfte, als Absolut, ich noch ja. Angeschnuppert wurde, so heißt das Wort. Angeschnuppert? Angeschnuppert. Ich würde sich angeschnuppert. Ja. So, da stand es ja nach 5 Minuten 1-0 für Flensburg. So. Ja, ja, da wurde sich noch angeschnuppert. Ja, es ist das so. Ja? Es ist das so. Nee, ist richtig, aber du hast schon recht. Man merkt schon, dass jetzt vielleicht die Trainer es auch gefordert haben, in der Halbzeit ein bisschen mehr zuzupacken. Schon deutlich körperlicher geworden jetzt. Ja, Peter Maffay 6-0 schreibt Rock'n'Roll. So ist es. Klasse, guck mal, wie lange der in der Luft steht. Aber Weden setzt den auf den Balken. Ja. Guter Wurf eigentlich. Fehlt das Quäntchen Glück, paar Zentimeter. Borke! Asmus pflückt den runter. Und direkt auch zum Gegenstoß. Starker Ball. Guter. War Weden, oder? Ja. War Weden, ja. Eben noch verworfen, jetzt mit dem Treffer. Starkes Tempospiel. Auf beiden Seiten wird nicht mehr lange gefackelt. Das macht jetzt richtig Spaß. Jetzt geht's richtig rund. Wir haben wieder den Vorsprung für Flensburg wieder zur Halbzeit. Flensburg ist wieder drin in der Partie, nachdem Hamburg kurz auf ein Tor dran war. Ich glaube, jetzt ganz wichtig für Hamburg, dass sie ja wieder den Anschluss wiederherstellen. Sturridge schreibt, ist das Oberliga? Nein, das ist A-Jugend-Bundesliga. Mann und Sperling am Kreis behaken sich wieder. Da wird ordentlich gearbeitet. Ja, Carsten sind jetzt hinten wieder mit am Start. Ja. Im Longen bildet er mit Sperling auf 3. Ball kommt trotzdem durch und Umbauen übernimmt. Trifft ihn, ganz sicher. Das ist natürlich seine Position, sein Spiel. Steht lange in der Luft. Guckt gut aus, hat ein gutes Handgelenk, der Junge. Sehr stark gemacht. Macht eh ein gutes Spiel, andere Seite auch Weden. Absolut. Auf links außen der. Umbehauen ja rechts außen. Ja, gefallen mir beide gut. Aber generell finde ich außen heute sehr Gregor sicher. Gregor Lieke haben wir angesprochen in der ersten Halbzeit. Schon 5 Tore gemacht. Lorenzen bei Flensburg auch. Rechts außen. Das hat er auch schon. Gerade nicht hingeguckt. 4 hat Lorenzen schon. Ja, guck. Außen machen alle zusammen ein gutes Spiel. Gut gesehen. Fachmann wieder im Kreis. Und verkürzen wieder, Hamburg wieder dran. Und ich sehe schon, Michael Jakobsen muss wechseln. Guter Block.
Ja, Cetovic wird wieder kommen für Hasenkamp. Warum? Hat er sich verwirkte, ja, leicht angeschlagen, als er rausgegangen ist eben. Geht er direkt hinten hin. Der nächste Wechsel. Philipp Sikorski. Philipp Sikorski kommt rein. Für Tim Orso. Ja, Michael Jakobsen anscheinend. Ja, doch nicht so zufrieden mit dem Start in die zweite Halbzeit der Flensburger. Gut, zur Pause führten sie mit 3. Ja. So, Hamburg kommt mit Tempo und mit richtig Lust. Absolut, absolut. Im zweiten Durchgang hat auf einen sich wieder rangearbeitet. Ja. So, Hamburger Jung schreibt auch, Teams wirken heiß, absolut. Achso, auf die Frage, ist es kalt in der Halle? Ja, es schon zieht ein bisschen bei uns. Du stehst mit Jacke hier, stimmt. Ja. Das ist jetzt so, ja. Ja, aber es zieht hier so ein bisschen. Wir sind direkt hier sind am an den Katakomben. Zug hier. Ja, ist schon richtig warm, ist nicht. Boah, stark. Klasse pariert. Starker Wurf eigentlich. Amazon, aber Pinski liegt schon in der Ecke. Wirklich wieder außen umbehauen. Aber stark war Asmus. Asmus ist auch da. Ja. Pusht sich, come on. Die Emotionen sind da bei beiden. Es wird heiß in der Halle. Und Fenster wieder im Gegenstoß. Jacke kurz ausziehen. So langsam jetzt. Ja. Ärgerlich für Hamburg. Hast die Chance zum Ausgleich. Ja, und genau im Gegenstoß zieht Flensburg wieder auf 2 davon. Starke Parade und guter Gegenstoß dann auch von Weden. Der sein 4. Tor erzielt. 4. Tor, ja. Schritte. Vielleicht der Schritte ab, glaube ich. Und Flensburg geht wieder ins Tempo, um wieder den alten Vorsprung herzustellen. Weden übernimmt selbst. Und macht ihn wieder. Ich meine, den macht er natürlich jeden Tag. Im Schlaf kann er den wahrscheinlich und trotzdem gar nicht leicht. Das sieht immer so leicht aus, absolut aber bei nicht. Dem Winkel schwer. Absolut nicht. Gerade auch nicht jetzt den perfekten Anlauf gehabt. Macht er gut. Gut geguckt, wie Pinski das Bein hebt. Kurz reingelegt. Gute Bewegung nach dem Fendur. Ja. Pfeifen sie aber Schritte, war zeigen es an. Vier Pässe noch, gerade angezeigt. Nee, ich glaube, er hat ihm gezeigt, dass es vier Schritte waren. Okay. Ja. Sucht ihn aber jetzt wieder. Ja, Zeitspiel aus. War auch noch gar nicht. Ich habe Blödsinn erzählt. Ganz schnell wieder vergessen. Oh. Klasse reagiert, zurückgeholt. 10 Meter, ja. Aber es wird auch lauter, oder? Also es ist deutlich lauter, ja. Ich glaube auch die paar Zuschauer, die jetzt da sind, die gehen jetzt auch mal mit. Aber ich glaube, richtige Entscheidung, hier 10 Meter zu geben. Also das Spiel macht jetzt auf beiden Seiten richtig Spaß. Jakobsen kommt ins Tor. Das erste Mal heute, oder? Mhm. Tim Jakobsen. Gegen umbauen. Genau, unbehauen mit 100% bislang vom Punkt. Ja. 2 Tore. Oh. Wollte er zaubern. Das war Dreher. Das war ein Zeitlupe quasi. Der war ein Zeitlupe. Eigentlich richtiger Wurf, muss man sagen. Ja, aber hat sich dann ein wenig zu wenig gedreht und ging nur gegen Pfosten. Ärgerlich für ihn natürlich. Wollte er denn wirklich so langsam? Oder ja, ich kann mir vorstellen, dass er da ein bisschen kleben geblieben ist. Ärgerlich. Chance für Flensburg auf 4 zu stellen. Ja. Siehst du gerade, sind wir gerade richtig? Ich sehe hier gerade, hier bei uns steht es nur 2 vor. Stimmt, in der Grafik bei uns muss die 25 mal in der Regie reingepackt werden. Oder hier ist die Anzeige falsch. Ah, jetzt haben wir es doch. Mm. Ja, aus dem Stand, Hermansson. Starkes Ding. Ja, jetzt muss Hamburg aufpassen, dass Flensburg nicht wegzieht. Super angesehen. Pachmann, das war ein überragender Pass. Starkes Spiel von ein überragender Borke. Pass. Ja. Allein der war heute für die Fans hier in der Halle des Antrittsgeld wert. Ja. Kannst du nicht, kann ich nicht gegen sagen. Super gespielt. Wo Pachmann jetzt mittlerweile auch... mit seinem 5. Tor.
Wir haben es angesprochen, guter, tiefer Schwerpunkt. Ja, macht seine fehlende Größe, aber mit einem guten Stellungsspiel, glaube ich, weg. Bett. Elise fragt, ob Zuschauer dabei sind. Tatsächlich, ja. Hier sind heute in Hamburg ein paar Zuschauer erlaubt. Wie viele sind das? 70? Ich wollte dich auch schon fragen. Ich wollte dich da auch schon auflaufen lassen. Ich hätte jetzt gesagt, ja, 70, sieb, na, mehr, oder? Das sind schon mehr. Knapp 70, ja, knapp 98, 80, 90. Wenn wir sagen Daumen. 20 pro Block, sind wir bei 80. Okay, gebe ich dir. 80, sagen wir 80. Oh, kurz. Ja, Tom Lorenzen. Auch mit seinem fünften Treffer jetzt. Stark. Und Hamburg wechselt wieder Torhüter. Wechselt wieder ihre Torhüter aus. Luca Gründer jetzt hier zwischen den Pfosten. Jakobsen applaudiert seine Abwehr. Also Flensburg 4 vor. Gleich eine Viertelstunde gespielt im zweiten Durchgang. Super. Okay. Was heißt super? Was hat dir gefallen? Nee, super angezogen von Finn Lühr auf der Mitte. Guten Freiraum da für Finn Beutler geschaffen, aber ja, kriegt da keinen Pfiff für. Flensburg wieder machen. Hier gibt es schon wieder die Frage, ob die mit Harz spielen. Ja, ja. A-Jugend-Bundesliga. Müssen sie. Hast du jemals in deiner Karriere ohne Harz spielen müssen? Irgendwo, irgendwann mal ein Auswärtsspiel oder so? Du meinst jetzt im Herrenbereich? Oder auch im Jugendbereich oder irgendwann? Ja, in Hamburg ist, glaube ich, ja bis C-Jugend ohne Harz. Und B-Jugend auch erst Hamburg-Schleswig-Holstein, Oberliga, Harz erlaubt. Dementsprechend bis zur C-Jugend komplett ohne Harz. Aber im Herrenbereich, dann haben wir ja schon, wenn wir direkt dritte Liga gespielt, haben wir es noch nicht gehabt. Gespielt. Ja. Borke wieder mit seinem zweiten Treffer. Borke trifft, aber Hamburg braucht so langsam auch hinten mal Paraden. Ja, absolut. Jetzt Glück gehabt, dass wir den nebenwerfen. Jetzt vielleicht ein Sempo. Gut dabei. Gründel mittlerweile hinten wieder im Kasten. Gregor Lieke. Ja, haben wir es doch. Und legt vor. Zwei dran. Gregor Lieke, Tor Nummer 6. Gregor Lieke macht ein klasse Spiel. Ja, genau, super Spiel, super sicher. Sturridge sagt, Frage nur, weil der Ball nicht so schmutzig nach Harz aussieht. Ich habe selber 10 Jahre bis zur B-Jugend Südbaden-Liga gespielt und fange im Mai in der Herren wieder an. Und wir drücken die Daumen, dass du da mit Harz spielen kannst. Das ist allen zu wünschen. Ja, stimmt, der Ball ist relativ sauber. Liegt vielleicht auch daran, dass jetzt, glaube ich, letzte Woche hier gerade sauber komplett die Halle gereinigt wurde. Dementsprechend nicht so viel Staub oder weiterer Dreck auf dem Boden liegt. Sikorski auf Lorenzen. Jetzt sind die angesprochenen Torhüter-Parade noch da. Gründel hat uns zugehört. Vielleicht hat der einen Knöpfchen im Ohr. Gründel ist da, ja. Geht auch emotional mit. Pusht sich da hoch und ja, bietet Hamburg wieder die Chance, auf einen ranzukommen. Ja, endlich ist da auch mal die Faust. Das mag ich hier. Das ist ja mal ein guter Indikator zu sehen, wie sind sie drin, wann kommen absolut, die Emotionen. Absolut. Um dich zu pushen. Ja. Hoffen wir nur, dass es jetzt auch noch auf den Rest der Mannschaft überspringt. Dann haben wir wahrscheinlich bis zum Ende ein spannendes Spiel. Carstensen kriegt die Faust ran. Hamburg bleibt im Ballbesitz. Nächster Block. Da rauschte Beutler mit viel Tempo an, aber hat nichts gebracht. Wie denn? Dann lege ich den Unterfinder wieder durch. Tor Nummer 5. Ja, ich glaube, wir reden jetzt mittlerweile schon vom 5. oder 6. Block da im Block von SG. Wird ein Faktor so langsam, ne? Wird so langsam ein Faktor. Und ich glaube, gerade wenn man auch das in der ersten Halbzeit mit reinnimmt, dass dann doch ein, zwei Gegenschüsse daraus resultiert sind, wird das vielleicht am Ende der Knackpunkt sein. Trotzdem immer nochmal auch zur Einordnung. Der eine oder andere sagt ja, Flensburg, zweimal, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, deutscher Meister und so weiter. Das ist der Kader, hat damit nichts mehr zu tun. Hamburg in den letzten Jahren sich immer stetig weiterentwickelt. Flensburg im Sommer einen Umbruch gehabt. Beide als Zielsetzung Hauptrunde erreichen. Das haben beide geschafft. Ja. Hamburg Punktgewinn in Flensburg beim Hinspiel. In der Schlussphase stark gesteigert. Hat neulich Magdeburg geschlagen. Also Flensburg ist deutlich gewarnt. Flensburgs Abwehr, Flensburgs Körperlichkeit ist in diesem zweiten Durchgang noch stärker geworden, finde ich. Ja, absolut, absolut. Machen beide ein gutes Spiel. Ich glaube, man sieht schon...
gerade wenn man jetzt mal bedenkt, dass bei Mannschaften einige Spieler noch fehlen, sehen wir trotzdem nichtsdestotrotz heute ein richtig gutes A-Jugend-Bundesliga-Spiel, wo, finde ich, bis jetzt nur Nuancen den Unterschied machen und ja, so Flensburg durch das Tempospiel einfach diese drei Tore sich auch verdient hat. In der Tabelle Platz 1 in dieser Gruppe die Füchse Berlin mit 20-0, also die marschieren da weiter, dahinter Leipzig und Magdeburg. Okay. Flensburg 5., 7-11 Punkte, Hamburg 6. mit 7-9, also Punktgleichheit. Deswegen rein tabellarisch gesehen, spannendes Ding. Absolut, auch ja. Wer Punkte 8 und 9 holt. Wir sehen jetzt auch Five rechts bei Hamburg. Eine Veränderung jetzt mit dem Rechtshänder Paul Riesner. Wird natürlich das Spiel dann doch ja, komplett umstellen von Hamburg. Ohne Linkshänder auf rechts, aber vielleicht erhofft sich Sven dadurch, dass man da Flensburg vor große Aufgaben stellt. Und auch das nochmal zur Einordnung, viele Spieler nicht mit dabei. Wir haben bei Hamburg über Alex Moss beispielsweise, den Kapitän, gesprochen, der fehlt. Bei den Flensburgern fehlt ein Schmidt, ja. Der sich gegen Potsdam verletzt hat. Oberschenkel, Überdehnung. Adam nicht mit dabei. Und der nächste Block. Aber wir sagen, die Abwehr steht. Du hast es gesagt. Ja. Und da ist sie wieder. Sehr stark. Gut aufgepasst von Max Niemann dann. Nur so kann es gehen. Ja, da ist Paul Riesner schon. 26, 28. Und drüber. Oh, hat er. Stark abgefangen von Hasenkamp. Huisje 2022 schreibt, ich finde, den Unterschied macht aktuell, dass von Hamburg gerade keiner von hinten wirft oder erfolgreich ist. 1 gegen 1 geht schon, aber das reicht nicht. Ja, ich glaube, das ist gar keine so falsche Einschätzung, weil wir halt, oder weil Hamburg gerade aus dem Rückraum ja, versuchen ja sogar zu werfen, aber super Blockspiele da bei Flensburg haben und das wahrscheinlich gerade so ein bisschen den Unterschied macht, das ist schon richtig. Ja, richtiger Pfiff. Pachmann gefühlt Kopf kleiner als alle Flensburger, die gerade auf der Platte stehen, und trotzdem macht er einen guten Job hin. Absolut, ja. Du sagst es, ja, wahrscheinlich der Kleinste da im Vergleich zu den Flensburgern. Aber macht auf halb seinen Job. Jetzt für Luca Gründe auch wieder mit einer Parade. Genau, unbehauen natürlich auch, ja. rein körpergrößentechnisch, aber ja. Wenn wir Richtung Flensburg gucken, dann ist er wahrscheinlich der Kleinste. Aber und auch vorne ein super Job. Wieder der Block. Ui, das war vielleicht ein Schnuff zu viel. Ja. Ein Schnuff zu viel. Ja, wenn man sich meint, über den Gegner zu stellen. Ein Schnuff zu viel. War es ein Schnuff zu viel? Was ist ein Schnuff? Ein bisschen. Ist das Bild, steht da Sprech? Es ist kein Bild, steht da Sprech. Bild, steht da Sprech ist ein bisschen anders. Aber kennst du das? Du kennst den Ausdruck nicht? Nee. Schnuff? Natürlich. Null. Ach, vom. Ich kenn einen Tick. Tick. Ja, ein Tick ist es. Ja, es ist gleich. Aber Schnuff gefällt mir fast besser. Mir auch. Ja, Michael Jakobsen, der sich jetzt beschwert über die Zeitstrafe, aber tut nicht Not. Kann man so geben. Überzahl Hamburg, zwei Kreisläufer. Der ging Richtung Geschäftsstelleneingang. Der ging Richtung Geschäftsstelle, ja. Ärgerlich. Da hinten rechts, da hinter dem Kamerabild, da ist die Tür in Richtung Geschäftsstelle. Ja. Der Hamburger hätte vielleicht sogar gepasst. Hätte vielleicht sogar gepasst, ja, wenn die Tür nicht zu würde, die Leute stehen drin. Ja, ärgerlich, jetzt die Chance wieder auf einen ranzukommen. Die letzten 10 Minuten brechen jetzt gleich an. Das, Sagen wir es, wie es ist, Flensburg hat eigentlich gerade alles so ein bisschen selbst in der Hand, aber wir wissen, 10 Minuten... Jetzt geht es so langsam Richtung Crunchtime, nichts entschieden. 3 oder jetzt gerade 2 Tore sind im Handball überhaupt nichts. Absolut nichts, absolut nicht. Gerade in Überzahl.
ja, hast gute Chancen wieder auf zwei Tore schnell zu machen. Jetzt pfeifen sie. Ja, 10 Minuten, 2 Tore, das ist nichts, das wissen wir. Oh, ganz starke Einzelaktion. Starker Wurf in die Torwart-Ecke. Philipp Grunde ärgert sich da auch zu Recht. Den hat er normalerweise. So, und Hamburg jetzt wieder in Überzahl im Angriff. Ärgerlich für ihn, der sonst eigentlich, finde ich, gut ins Spiel reingekommen ist. Philipp Grunde. Muss man sagen. Wichtiger Faktor gewesen dafür, dass Hamburg jetzt wieder in Schlagdistanz ist. Super durchgesetzt von Paul Giesner. Also ich glaube, wir bekommen eine sehr spannende Schlussphase. Das macht jetzt vom Niveau her, von der Stärke der Mannschaften echt Spaß. Absolut. Beide setzen sich durch. Es ist auch viel Wille da, glaube ja, ich. Ja, jetzt gerade in den letzten paar Minuten setzen sich die Jungs richtig gut durch in den Zweikämpfen. Und man merkt, ja, dass wir auf die Crunch-Time zugehen. Und ihr könnt schon mal so langsam aber sicher, lieber Chat, in Richtung Frage gehen, wer ist eigentlich MVP in diesem Spiel? Haut mal ein paar Flensburger, haut mal ein paar Hamburger raus und von jeder Mannschaft suchen wir am Ende einen raus und packen den dann zur Abstimmung. Wer ist euer MVP? Bis hierhin. Ballbesitz Flensburg. Helmerson. Bitte gepfiffen vor das Foul. So, jetzt noch 5 Pässe. Aber ja, wieder Helmerson. Überragende Aktion aus dem Nichts. Im Schlagwurf. Über Finduka Gunde. Neuntes Tor. 3 davon 7 Meter. Problem an der Frage, wer wird MVP, ist, dass gerade der gesamte Hamburger Kader und der gesamte Flensburger Kader im Chat aufgelistet wird. Da wird schwierig. Da müssen wir gleich nochmal ein bisschen mal rüber sortieren. Jetzt wird hier ganz kurz gewischt. Ja. Und umbehauen. Nachdem er eben verworfen hat, nochmal vom Strich gegen Jakobsen. Also ich sehe oft Hasenkamp, ich sehe oft Helmerson. Ich sehe sehr viel Pachmann bei Hamburg. Sehe ich auch. Würde ich mit da gehen. Wir warten noch mal ein warten bisschen. Warten wir mal 2, 3 Aktionen. Genau, jetzt kommt Unbehauen wichtiger gegen Jakobsen, der ins Tor kommt. Aber stark. 5. Tor. Unbehauen. Timeout Jakobsen. Das ist jetzt unsere Chance, in den Chat zu gucken. So, jetzt müssen wir. Nummer 63 von Flensburg. Das wäre Helmerson wieder. Mhm. Nochmal Pachmann. Nochmal Helmerson. Wieder Hasenkamp. Wieder Helmerson. Lorenzen. Oh, jetzt kommt die Lorenzen-Fraktion hier. Bendix, nochmal Hasenkamp. Helmerson. Okay, also bei Flensburg kann man sich schon mal nicht einigen. Wie sieht es denn bei Hamburg aus? Schreibt gerne mal in den Chat, wo sind die Hamburger Fraktion hier? Ja. Max Niemann. Borke, Hasenkampf, ja. Yeah. Also ihr habt noch, was haben wir denn jetzt? 2 Minuten, 11 Sekunden, dann sind 55 Minuten rum. Dann wollen wir jeweils einen Hamburger und einen Flensburger in die Abstimmung bringen. Das heißt, dann geben wir beide in die Abstimmung. Genau, und der Chat darf dann auswählen, ein pro Team beiden, und genau. Wer von den beiden wird es. Und der darf. Und der kommt dann zu uns zum Interview, zu Leo, und wird die Tasse von Sprunghof TV bekommen, die Live und ich vor diesem Spiel noch benutzt haben. Aber auch getöpfert haben. Mm. Ja, mit ja. Live hat sie noch benutzt. Ja. Getöpfert haben, ja. Haben wir gut gemacht. Oh, ich bin auf das Mikrofon getreten. So. Hat sich was rauskristallisiert, Nena. Lorenzen, Borke, Hasenkamp. Der Lorenzen-Fanclub ist jetzt am Start, habe ich das Gefühl.
Sonst müssen wir nochmal eine Vorauswahl in Flensburg. Ja, aber hier trotzdem, Prinz Peer schreibt nochmal, Borke macht das für sein Alter auch unglaublich. Du hast es gesagt, ja. Er wurde hochgezogen in die A-Jugend, aber das macht wirklich Spaß. Ja, also man merkt, glaube ich, steht, glaube ich, jetzt fast 40 Minuten insgesamt im Block. Macht da einen super Job vorne. Merkt man vielleicht noch ein bisschen, dass das junge Alter wurde ein paar Mal geblockt, aber auch nichtsdestotrotz auch mit super Aktionen und für einen B-Jugendlichen überragendes Spiel heute. Ja. Aber wir gehen in die Schlussphase. Ja. Und das Ding ist noch lange nicht durch. 6,5 Minuten. Was wollte er da machen? Da wollte er nochmal auf außen durchstecken. Er war schon fast durch, war schon durch mit dem Arm. Wollte nochmal nach außen legen. Ja. Trifft unglücklich. Für ihn glücklich. Für ihn glücklich. Für ihn. Ja, für Finnbergründe unglücklich. Genau über den Kopf geworfen. Mag kein Torhüter. Ja. 7 Minuten noch, 3 Tore. War Orsol. Orsol. Ja. Zeitspiel jetzt. Jetzt muss Hamburg in die Aktion. Borke geht wieder. Falschen die Schritte. Jetzt wichtige Aktion. Flensburg mit der Chance auf +4. Das wäre ein Riesenschritt für Flensburg. Ja. 5 Minuten vor Schluss, gut. 4-4 weg. Wäre schon ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung für Flensburg. Tatsächlich bis auf Florenz. Außen. Oh, der macht ein super starkes Spiel und krönt es hier nochmal. Überragender Treffer. Ich glaub, wird im Chat zu Recht gefeiert. Der Mann mit der 36. Ja. Die zwei, drei andere von Flensburg. Oh. Hamburg bleibt dran. Ja. Da ist wieder Pachmann. 6. Tor, auch klasse Spiel. Absolut. Und Lorenzen mit seinem 6. Treffer. Ja, Lorenzen, glaube ich, fast aus dem Nullwinkel, Licht in der über den Kopf, überrang geworfen. Man merkt schon auch, was im Chat abgeht, egal wen wir rauspicken, alle machen für sich selbst schon echt ein gutes Spiel auf dem Feld. Zeigt auch, warum es so spannend ist, das ist ein super Wurf von Hasenkamp. Ja, stark gezogen, keine Chance dafür für Pinski und jetzt, ja, falsch ausgeführter Anwurf und 4 Minuten vor Schluss, 4 Tore vor, Ballbesitz Flensburg. Es wird schwierig für Hamburg. Jetzt müssten sie was sich einfallen lassen. So, aber in der Regie hat man sich jetzt, während der Chat ausgewertet wurde, entschieden, Pachmann oder Helmersson, wer soll die MVP-Tasse hier bekommen? Stimmt gerne mal ab. Das sind jetzt die beiden. Sicherlich für den Chat, und das ist ja auch großartig, dass die Lorenzen-Fraktion da ist, dass die Helmersson-Fraktion da ist und so weiter. Die Pachmann- Borke-Fraktion auch, so, aber wir müssen natürlich irgendwie dann auch 2 rausziehen. Ich glaube, schwierig generell, schwierig beim Handball da, den besten Spieler immer zu bestimmen, musst du dann, kommen meistens nur auf Nuancen an, kannst du gar nicht richtig bestimmen. Jetzt oftmals dann ja der und Spieler, der die meisten Tore beispielsweise hat. Oftmals der, die meisten Tore hat, oder andersweitig aufgefallen ist, und ja, da jemand rausnehmen ist immer schwierig, aber irgendwen müssen wir rausnehmen, irgendjemand muss ja die Tasse kriegen. Genau. Aber deswegen überlassen wir das ja dem Chat. So, der wurde ausgewertet. So. 3 Minuten noch. Lorenzen wieder auf außen. Wieder Lorenzen. Und wieder. Ah, bockstark. Ja, was genau das, was wir über Gregor Lieke in der ersten Halbzeit auf Hamburger Seite gesagt haben. Kann man genauso auf Tom Lorenzen bei Flensburg übertragen. Super sicher, eiskalt, auch aus schwierigen Winkeln. Super Spieler.
So, aber dafür, das können wir dem Chat geben. Wir werden auf jeden Fall, Leo hört gerade zu, neben uns Lorenzen von Flensburg zum Interview holen. Auch wenn er nicht für einen MVP nominiert ist, aber der Chat fordert ihn. Dann und dann holen wir, Lorenzen das. Natürlich. Und Borke von Hamburg holen wir auch. Holen wir alle. Jude? Ob sie wollen oder nicht, so ist es. Aber sie wollen tatsächlich. Achso, du meinst die Spieler, ob die Spieler wollen oder nicht. Ja, die Spieler wollen auch. Sagen wir so. Aber mal, ja. Und die MVPs interviewen wir natürlich auch. Pachmann und Helmersson, das sind im Grunde die vier, die wir hier nochmal schnell als To-Do gleich aufgeben. Borke, Pachmann und was haben wir gesagt? Lorenzen. So, das schon Field Reporter. Gehen wir genauso weiter. Aber das ändert nichts daran, dass die Abstimmung aktuell ähnlich spannend verläuft wie jetzt das Ergebnis in der Schlussphase. Es ist dann doch sehr deutlich. Ja, Schrift wird bemängelt vom. Deine Schrift wird bemängelt. Deswegen ist mein Beruf ja auch sprechen, nicht schreiben. Stellst du auch eindrucksvoll unter Beweis. Pachmann 40%, Helmersson 59%. So, Flensburg führt 35-29 und hat im Grunde den Deckel aufgepackt. Nicht nur im Grunde, glaube ich. Da müssen wir jetzt keine falschen Hoffnungen mehr schüren. Das Ding ist durch. Aber ich glaube, Sven wollte jetzt nochmal die Auszeit nehmen und vielleicht noch zwei, drei motivierende Worte für die letzte Phase jetzt an die Mannschaft richten. Stark von Pachmann. Bewerbung wieder. Die Abstimmung läuft noch. Starkes Ding. Flensburg jetzt nicht mehr mit dem Torwartwechsel. Aber Jakobsen schnauft hier direkt vor uns durch. Das können wir gut sehen. Ruspelt. Ja, aber noch im Dialog. Auch Jakobsen wirkt auf jeden Fall nicht ganz zufrieden. Kann auch an seinem Naturell liegen. Ist irgendjemand im Handball irgendwann mal zufrieden? Ist irgendjemand irgendwann mal zufrieden, hast du recht. Klasse Tor. Ja, super gespielt. Also ich gehe hier gleich völlig zufrieden raus. Wir haben ein schönes Handballspiel gesehen. Live Tessier. Leute, ja. Live Tessier. Hör doch auf. Einmal mit vor mir in der Kommentatorenbox. Ein Kindheitstraum wird wahr. Für mich war das heute ein Überzieherkommentar. Ich habe irgendwie ein Wortspiel gesucht. Egal, ich habe vorhin schon alle Wortspiele mit Live rausgehauen, die es nur ging. Letzte Minute geht gleich los. Treffer. Ja, von Riesner nochmal. Eine letzte Minute bricht jetzt an. 5 Tore. Und die Frage, die jetzt noch spannend ist, kommt Pachmann nochmal an Helmersson in unserer Abfrage. Letzte Minute. Rein. Apropos Pachmann, wurde auch noch in der Halbzeit gefragt, sag was über die Pachmann-Brüder. Bruder ja nach Stralsund gegangen, Flo. Richtig, war auch hier auch in Hamburg. Auch in der A-Jugend-Bundesliga gewesen. Spielt jetzt in Stralsund dritte Liga mit, ich glaube, zwei anderen noch damals aus der A-Jugend oder Jona Brückmann. Und Fiete Berger in Stralsund, die ist eine Außenstelle für Hamburg in Stralsund errichtet und ich glaube, machen da auch einen richtig guten Job dafür, dass sie jetzt aus der A-Jugend rausgekommen sind. 15 Sekunden noch, 10 Sekunden. Oh. Ja, das gibt sogar vom Hamburger Publikum Szenenapplaus. Das war das Tor des Tages, oder? Wenn es ein Tor gewesen wäre. War nicht drin? War nicht drin, der war gegen Ich habe meine Brille extra auf, ich dachte, der wäre drin. Ja, du hast recht, wäre ein super Ding gewesen. Gegen Pfosten. Doch nicht der Schlusspunkt. 32-36, yes. Hamburg kommt nochmal ran, 4 Tore Unterschied. Ja. Am Ende fassen wir zusammen, wir haben ein schönes Spiel gesehen. Absolut. Hamburg hat vor allem Anfang der zweiten Halbzeit sehr viel Druck gemacht, verpasst es in der Phase dann tatsächlich das Spiel zu drehen. So, würde ich mit einhergehen. Ich glaube einfach Flensburg heute, ja, den Schnuff besser gewesen. Einfach muss man, glaube ich, so gnadenlos anerkennen. Aber Hamburg nichtsdestotrotz super Spiel gemacht. Du sagtest, waren eigentlich auch gut dran. Dann die Phase, wo Flensburg einfach durch die einfachen Fehler von Hamburg ins Tempospiel kommt. Und ich habe jetzt das erste Spiel, was ich von den Jungs von Flensburg sehe, aber würde ich schon fast sagen, sieht man, dass es die ausmacht, dass sie einfach gnadenlos ins Tempo gehen und das dann einfach die Fehler vom Gegner bestrafen. Gleich alle genannten Spieler von Hamburg, von Flensburg bei uns im Interview. Erstmal lohnen sich beide den verdienten Applaus.
von den Fans ab. Für die hat sich der Sonntag gelohnt. War ein gutes Spiel. Klar, wenn man es mit Hamburg hält, logischerweise. Aber wie gesagt, Flensburg ist ein Name. Hamburg hat sich gut verkauft. 32-36 am Ende des Tages, aber verdient der Sieg für die SG. Absolut. Würde ich mitgehen. Beide Mannschaften gutes Spiel gezeigt. War lange knapp. Aber dann setze ich, finde ich, dann doch die individuelle Klasse von Flensburg durch. Man weiß in der aktuellen Zeit nie, wie es weitergeht tatsächlich, wann es weitergeht. Immer mal wieder müssen wir mit Spielausfällen rechnen. Aber laut Spielplan spielt Hamburg nächste Woche in Lemgo. Nächsten Samstag 18 Uhr. Die Flensburger empfangen um 14 Uhr am Samstag das Team aus Leipzig. Schnecke 68 bedankt sich schon für die Übertragung. Noch nicht am Ende. Wir holen die Interviewgäste und können sagen, heute Abend ist EM-Finale. Und dann geht es ja so langsam schon auch ans Eingemachte wieder für euch. Am 10. Februar erstes Spiel in Hannover. Yes. Dann kommen die Füchse. Das ist ein Auftaktprogramm, das sich auch sehen lassen kann, sagen wir mal. Ja, wird nicht einfach. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber ich spiele schon einfach in der ersten Liga. Wir sind, glaube ich, guter Dinge. Hat eine gute Wintervorbereitung, Stand jetzt. Spielen wir nächste Woche Mittwoch nochmal gegen Lübeck hier in der Halle. Und ich glaube, dann sind wir gut gewappnet, wenn alle wieder dabei sind und hoffentlich fit sind. Stimmt, Testspiel am Mittwoch, ne? Testspiel am Mittwoch gegen Lübeck hier. Warum ist Hamburg so gut reingekommen in die Bundesliga? Hat ja keine lange Anlaufzeit für euch gebraucht. Gute Frage. Weiß ich nicht, im Nachhinein vielleicht lag es daran, dass wir einfach schon eingespielt sind so lange, dass wir uns kennen. Hätte man natürlich nichtsdestotrotz nicht gedacht, dass es so gut in der Bundesliga schon funktioniert. Oh, jetzt wird noch kein Interview geben. Die Jungs müssen erstmal in die Kabine. Hätte man nicht gedacht, dass es so schnell geht. Aber nehmen wir mit. Wir sind zufrieden, wie es läuft momentan. Auch wenn wir zum Ende hin ein bisschen abgebaut haben, aber versuchen jetzt in der Rückrunde wieder anzugreifen, um dann möglichst schnell den Klassenerhalt fix zu machen. Wir warten auf Interviewgäste, deswegen können wir das Ganze besprechen. Ja. Aber beide Mannschaften zunächst in der Kabine. Du hast es gerade schon angesprochen. Haben wir, Frage an die Regie, ein Abstimmungsergebnis in Sachen GOAT? Oh, GOAT. Oder klassischer MVP. GOAT. Na, jo, richtig vom. Ist richtig. Aber kein Druck auf die Jungs. Stimmt. Wer wurde MVP? Jetzt kommt da die Grafik. Emerson gewinnt knapp. 53,6%. Dann wird er gleich die Sprungwurf. TV. Alex fragt ganz kurz, werdet ihr öfter A-Jugend-Bundesliga streamen? Immer wieder tatsächlich. Wir hatten auch diese Saison schon MTV Lübeck beispielsweise im Programm, die ja aktuell in der B-Staffel am Start sind. Wir haben am kommenden Donnerstag, so viel können wir euch jetzt schon mal verraten, weibliche A-Jugend VfL Bad Schwartau live abends bei uns. Ich glaube, ich habe es nicht ganz im Kopf, 19 Uhr geht es da los, aber nagelt mich da nicht drauf fest. Aber auf jeden Fall werdet Donnerstag, ihr das auf den Sprungwurf-TV-Kanälen, Instagram, Facebook etc. finden und auch auf der Webseite, da geben wir das Ganze bekannt. Der Livestream wird am Donnerstag stattfinden. Am Dienstag sind wir hier auch schon live, dann mit dem Handballverband Schleswig-Holstein, weil der jetzt bekannt gegeben hat, dass der Spielbetrieb wieder in den HVSH-Ligen aufgenommen wird. Da müssen wir drüber sprechen. Das wird am Dienstagabend 2015 hier auf Twitch bei Sprungwurf TV passieren. So. Ich gucke in den Chat. Wir gucken hier auf die Platte, aber es sieht noch nicht so aus. Noch keine Interviewgäste. Kämen. Müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, wir haben Zeit, wir haben Zeit. Da öffnet sich die Tür, da kommen die Jungs auch. Fangen mit Hamburg an, glaube ich. Flensburg nach oben in der Kabine. Pachmann und Borke sind am Start. Pachmann und Borke kommen. So. Und dann schalten wir wahrscheinlich gleich rüber. So. Das ist so. Eine kurze Vorbesprechung. So, also wir können für euch schon mal sagen, was hinter der Kamera passiert. Die beiden sind gerade auf dem Weg zu uns, zu unserer Theke. Wir werden nochmal eingeleitet.
in die Technik. Nicht, dass er jetzt ihm die Sprungwurftaste gibt. Bachmann. Das wäre ärgerlich. Oder haben wir zwei? Haben wir zwei getöpfert? Ich weiß es gar nicht. Das ist nicht. Müssen wir noch eine töpfern. Aber Hemmerson hat ja gewonnen. Jo. Aber auf jeden Fall jetzt Pachmann und Borke bei Leo. Yes. Ich habe jetzt gelost. Gut. Ich habe die ersten zwei Interviewgäste jetzt bei mir. Ja, Jungs, erstes Fazit nach dem Spiel. Ja, war ärgerlich, dass wir es nicht gewonnen haben. War eine dünne Besetzung. Aber sind trotzdem stolz auf die Mannschaft, dass wir so eine Leistung hingelegt haben. Und hat nicht alles geklappt, aber daraus kann man lernen und das Spiel besser machen. Ja, kann man natürlich auch nicht erwarten, ne? Aber ihr wart immer dran, habt super gekämpft. Vielleicht auch am Ende in der Abwehr die nötige Härte vielleicht ein bisschen vermissen lassen. Ging vielleicht ein bisschen mehr. Und den Helmerson kriegt man natürlich nicht im Griff. Aber nehmt ihr hoffentlich trotzdem noch ein bisschen was mit. Und auch wie habt ihr vorne, wie habt ihr die Flensburger da so schwindelig gespielt? Also ich würde sagen, erstmal haben wir versucht, die breit zu ziehen, weil ganz klar unsere Außen sind. Die waren heute sehr stark, fand ich. Vor allem hier Gregor, der war sehr gut. Das hat ja am Anfang sehr gut funktioniert, aber am Ende wurden dann die Abspiele immer ein bisschen schlechter, sage ich mal. Und da, wenn wir da konsequenter durchgespielt hätten, hätten wir, glaube ich, auch noch eine größere Chance gehabt. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht am Ende auch noch ein paar Wurfentscheidungen. Unglücklich waren ein paar Pässe. Aber ihr könnt auf jeden Fall stolz sein auf die Leistung. Hat sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen. Vielen Dank. Gut, und damit bedanke ich mich bei euch schon mal. Gleich kommen auch noch die beiden Flensburger zu mir. Erstmal an euch. Köpfe hoch. Vielen Dank. Dankeschön. Sind wir live? Du bist live. Da habe ich es nochmal rausgehauen. Da ich dachte, wir kommen ohne so ein Wortspiel weg. Naja. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Er hat die Tasse nicht rausgegeben. Wir haben sie noch da. Und jetzt warten wir auf die Flensburger Jungs gleich. Wir hatten gerade, können wir verraten, von einer Handballlegende Schleswig-Holsteins Besuch, Schubi, Stefan Schubert, Sennstedt Ulzburg, der mit uns ein bisschen hier gerade das Spiel analysiert hat. Und wir warten weiterhin auf die SG, aber du hast ja auch schon gesagt, die Kabine der Gäste hier in der Halle ist mal ein bisschen weiter weg. Ist ein bisschen weiter, ein bisschen weiter weg, kann man so sagen. Müssen die Treppen erstmal hochgehen. Ja, und noch ein paar Meter machen und ja, dementsprechend brauchen sie wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen. Wahrscheinlich auch noch ein paar Worte zu sagen vom Trainer Michael Jakobsen. Und danach kommen sie, soweit sie informiert sind, zu uns. Da bin ich sicher, dass sie informiert sind. Wie informiert bist du? Was glaubst du, wer wird Europameister heute, wenn wir schon beim Thema Handball sind? Wenn man schon beim Thema informiert Handball ist, oh, gute Frage. Ich hätte jetzt schon gesagt, dass Spanien das Ding zieht. Hätte ich gesagt, doch, weil ich finde, einfach Ferris de Vargas einfach momentan oder gerade bei der EM jetzt überragend drauf ist und sie generell auch so abgezockt spielen, was ich bei Frankreich noch nicht so sehe. Aber gut, wir wissen alle, wie es ist. Finale ist Finale und da stehen die Chancen 50-50. Aber ja, wenn ich jetzt einen Favoriten rausheben müsste, dann würde ich sagen, dass Spanien da für mich ein Schnuff weiter vorne ist. Schnuff, das wird mir im Kopf bleiben heute. Guck. Verwendest du das Wort immer? Kannst du schon auch verwenden, ja. Jetzt kommen wir zu zwei ganz wichtigen Aspekten. Erste Frage kam gerade von einem Fan, ein Girl. Kann man das Spiel im Real Life sehen? Tatsächlich, es bleibt hier auf Twitch gespeichert, Punkt 1. Und morgen ist es auch auf dem Sprungwurf TV YouTube-Kanal. Alle Livestreams, die wir hier auf Twitch haben, bleiben nicht nur hier gespeichert, sondern werden anschließend auch zu YouTube hochgeladen. Das schon mal vorne weg. Und jetzt seht ihr, was hier eingeblendet ist. So ist es. Es gibt eine Verlosung. Und als Gewinn gibt es, weil Live einfach wirklich getöpfert hat gestern und heute, was das Zeug hält, eine Sprungwurf-TV-Tasse auch für euch. Was muss man machen? Man muss Ausrufezeichen gewinnen. Ein Wort reinschreiben, genau, Ausrufezeichen und dann direkt dahinter gewinnen. Und dann, aber gewinn bitte klein, Ausrufezeichen, gewinn bitte klein und dann seid ihr mit in der Auslosung dabei. Gewinner oder Gewinnerin des Gewinnspiels wird dann gleich durch die Regie ermittelt. Da haben wir keinerlei Einfluss drauf. Das passiert hinten dann in der Regie zufällig durch irgendein Programm und durch den Handballgott und alles. Der wird da seine Finger mit drin haben, ja. Kommt da zusammen. Während wir
immer noch die Zeit überbrücken tatsächlich. Euch jetzt, weil wir natürlich euch, das haben wir versprochen, die Flensburger ranholen. Weil wir uns die Flensburger ranholen. Ich sehe die jetzt schon, ich sehe jetzt schon einige wieder in der Halle. Das ist Lorenzen tatsächlich. Das, aber er geht er? Nicht. Er, guckt, er wartet vielleicht noch auf seinen Kompagnon. Aber du hast es gesagt, natürlich nicht nur die Außenfaktoren heute, aber die Außen waren wichtige Faktoren. Nicht nur, aber vor allem. Doch, würde ich, genau, würde ich unterstreichen. Die haben einfach sowohl links als auch rechts außen bei Flensburg und bei Hamburg waren sehr wichtig, haben viele Tore gemacht und wenig Fehlwürfe gehabt. Das ist viel wichtiger, finde ich, für außen sehr sicherer gespielt und gerade jetzt noch in der Schlussphase Tom Lorenzen, den wir hier gleich auch haben werden, absoluter Faktor gewesen für Flensburg. Bendix Asmus hat auf jeden Fall die Halle wieder betreten, den haben wir jetzt schon in der Pause am Start. Während sich die Zukunft des Hamburger Handballs, was ist es, C-Jugend gerade in der Halle ein bisschen aufwärmt. Und ein bisschen zockt. Ein bisschen zockt. Kein Tor, ja. Nee. So, aber was ich gerne mal vom Chat gewusst hätte. Was haltet ihr von Live Tessier als unseren Co-Kommentator? Das war doch, als unser Co-Kommentator, das war doch ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ich bin gespannt. Da müssen wir jetzt mal in den Chat gucken. Das finde ich gut. Guck mal da. Ja. Schnra 98 finde ich das gut und Lou Petersen zockt, sagt, live bist du echt gut. Das gefällt mir ich sehr gut. Ich dachte schon, ja. War aber klar, dass da noch was kommt. Ja. Öfter. Öfter. Ja, ich sehe uns mal irgendwie mal so ein fetziges Landesliga-Duell in Schleswig-Holstein. Ein Schnuffeln noch drauf. Schnuffeln, das sagt man aber auch. Schnuff, kennt ihr das Wort Schnuff? Natürlich kennt man das. Ich kenne nur. Guck, ich kenne nur einen. Live gerne öfter. Der Beste. Ja, sehr sympathisch, vielen Dank. Vielen Dank, dann werden wir. Na, hier kommt ein bisschen Kritik. Nehmt nächstes Mal lieber Mel Fagen von den Stieren. Ja, verflixt. Konkurrenz bleibt nie aus. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. Ist das auch im Co-Kommentatoren-Business so, dass es da Konkurrenzdenken gibt? Nur. Nur, jetzt das erste Mal. Ich habe jetzt schon Angst, dass ich hier nochmal rausgeschmissen werde. Nee, aber ja, nee, hat Spaß gemacht vom. Ich habe tatsächlich noch keinen Co-Kommentatoren an meiner Seite rausgeschmissen, ehrlicherweise. Mann gut. Das heißt, irgendwann für so ein Landesliga-Duell in Schleswig-Holstein werde ich nochmal angefragt vielleicht. Ich denke auch Bullshit-Sprech. Ja, siehst du, ist Bullshit-Sprech, sag ich doch. So, jetzt kommt Flensburger-Sprech. So. Wir haben es euch versprochen, Lorenzen und Helmerson stehen da. Und einer von den beiden bekommt auch die Tasse. Viel Spaß, Leo, übernehmen. Zwei Flensburger. Einmal Publikumsliebling Lorenzen und einmal MVP Mikael Helmerson. Aber Jungs, erstmal ein kleines Fazit von euch zum Spiel. Ja, ich glaube, wir machen ein gutes Spiel. Wir kommen relativ gut rein. Am Anfang bleibt es relativ eng. Eine 3-Tore-Führung zur Halbzeit, das ist ganz gut. Sind wir zufrieden mit. Wir kommen auch gut wieder ins Spiel rein nach der Halbzeit und ich finde, am Ende können wir uns dann absetzen und ja, wir sind zufrieden, wir haben ein paar individuelle Fehler gemacht, aber sonst im Großen und Ganzen sind wir mit den 2 Punkten hier, fahren wir gerne nach Hause. Ja, das glaube ich euch. Hamburg war immer wieder dran, immer wieder habt ihr sie aber zurückgehalten. Was war denn am Ende der ausschlaggebende Faktor, der euch den Sieg gebracht hat? Ja, ich glaube, wir gewinnen viele 1 gegen 1, schaffen das dann auch gut, den Ball weiterzuspielen. Wir haben viele Blöcke, wir haben Probleme, über uns drüber zu werfen. Und in der zweiten Halbzeit schaffen wir das auch, gegen die Hand, gegen die zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, dann ausschlaggebend, dass wir uns ein bisschen absetzen können. Und auch mal eine Frage an die Außen hier. Torwartspiel hat bei Hamburg leider so gut wie gar nicht, was heißt leider, ne? So gut wie gar nicht stattgefunden. Gut für euch. Habt ihr sie euch vorher ausgeguckt? Habt ihr darauf speziell trainiert? Mikro. Also nee, ich, keine Ahnung, ich gucke das immer so spontan im Wurf, aber also ich fand die Torwerte jetzt heute auf jeden Fall, haben sie nicht so gut gespielt und ja, keine Ahnung, ich hatte einfach einen guten Tag heute. Ja, spannende Aussage. Schön, den gönnen wir dir natürlich von Herzen. Wir wollen das Ganze jetzt auch nochmal abschließen. Du als MVP kannst noch einmal gern zu mir kommen. Nika, hier einmal. Du kriegst von uns nämlich die legendäre Sprungwurftasse, eigens von Live und vom getöpfert noch vorhin.
Vielen Dank. Kriegst du einmal hier von uns. Dankeschön. Dann bedanken wir uns bei euch für ein tolles Spiel und kommt gut nach Hause. Vielen Dank, danke. Haben wir's. Sympathische Jungs. Auf beiden Seiten. Also beiden durch die Seiten. Bank weg. Ja. Hamburger und Flensburger. Also ist eine coole A-Jugend. Ich glaube, auf beiden Seiten werden wir noch viel erleben. Wenn wir die, um den Bogen zum Anfang zu schlagen, die Entwicklungsschritte weiter beobachten, wird da in den nächsten, nicht Spielen jetzt, aber Monaten einiges zu erkennen sein, auch hinsichtlich nächster Saison. Davon gehe ich aus. Ja, viel Talent auf beiden Seiten vorhanden. Ist natürlich immer eine Sache, wie man es dann im Herrenbereich vielleicht mal anwenden kann, aber in erster Linie geht es darum, das Potenzial zu haben, die Anlagen zu haben. Und ich glaube, die haben wir auf beiden Seiten en masse heute gesehen. Und wenn du so gut bist, dass du erst im Wurf spontan guckst, so, dann kannst du auch mal höher spielen. Nee, absolut. Super gemacht. Das ist so. Abschließende Frage. Kommen wir nochmal kurz zu dir. Du warst in den Medien, denn du hast den Vertrag verlängert bis 2024. Niklas Weller übrigens auch. Ihr kennt euch auch schon Ewigkeiten. Spricht man davor miteinander und sagt, was machst du eigentlich und oder ist es gar kein Thema und jeder macht das individuell für sich? Doch, es ist auch Thema. Man macht es natürlich nicht nur davon abhängig, weil da schon viele andere Faktoren natürlich reinspielen, Familie, Freunde, Freundin, aber ich glaube, wir wissen beide, was wir voneinander haben und dementsprechend haben wir uns natürlich auch abgesprochen, haben auch den gleichen Berater, war ja schon im Winter, als ich das verlängert hatte, davor verlängert hatte, hat er auch verlängert, damals schon abgesprochen viel. Ja, und dementsprechend haben wir es quasi zusammen gemacht, ja. Du bist die ganzen Schritte aus der Jugend hochgegangen, mitgegangen, aufgestiegen, Bundesliga, es geht immer weiter. Warum passt das mit Hamburg und Tessier so gut? Gute Frage. Es passt einfach. Ich glaube, das ist einfach die ganzen viele Begebenheiten, die einfach, oder viele Zufälle auch, muss man auch sagen, die da zueinander gefunden haben. Sei es mit der, wenn man ganz vorne anfängt, mit der Insolvenz vom früheren HSV, der da wahrscheinlich wichtig war für alle Jungen von uns. Mit Toto dann den Trainer in der A-Jugend gekriegt und der uns dann mit hochgezogen hat. Enorm wichtiger Faktor und dann das Vertrauen, das man auch vom gesamten Verein hier kriegt. Ja, ich glaube, diese Zusammenhänge dann noch im Zusammenspiel mit der super Mannschaft, die auch einfach alle Jungen sofort akzeptiert haben und Verantwortung übertragen haben, waren einfach bis jetzt einfach so die Begebenheit, dass man sich so weiterentwickelt hat, als Individueller, aber auch als Verein. Und dementsprechend, glaube ich, gibt es für junge Spieler momentan in der Bundesliga wenig Adressen, die eh nicht attraktiv sind. Aber so ist es ja auch immer, wenn der Handball Gottes bereit ist, einen auszugeben, dann musst du da sein. Dann musst du da sein, ja. So ja, absolut. Ich glaube, das haben wir als Junge dann schon, auch gerade in der dritten Liga damals dann genutzt, das Vertrauen. Absolut. Also Live Tessier in der Liquimoli HBL wieder am 10. Februar am Start. So auswärts bei den Recken in Hannover am 13. dann wieder zu Hause gegen die Füchse Berlin. Spiel Nummer 3 schon gegen Berlin diese Saison nach Pokal. Richtig, ja. Und Hinspiel. Den Spielplan der A-Jugend haben wir gerade schon von beiden genannt. Flensburg und Hamburg nächste Woche. Dann wieder in Aktion Flensburg zu Hause gegen Leipzig, Hamburg in Lemgo am kommenden Samstag. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Dienstag Anwurf, das Handballmagazin Spezial mit dem Handballverband Schleswig-Holstein. 7:45, Donnerstag A-Jugend weiblich, Bundesliga VfL Bad Schwartau live bei uns. Und live war heute live bei uns. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht. Bleibt gesund, pass ebenso, auf dich auf. Ebenso. Vielleicht ja nochmal, auf bald. Hier bei Sport davon, TV. Ja, doch, in der Halle ja sowieso. Sehe ich uns nochmal zusammen. Chat ist ja auch begeistert. Dann, also. Dann kann ja nichts sein. Dann steht dem noch nichts im Wege. Das ist eben unsere Community. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt oder werdet gesund. Liebe Grüße aus Hamburg. Ciao, ciao. Und tschüss.